Ja, und bei mir ist heute Abend ein ganz besonderer Gast zu Gast, nämlich Heinrich Kusch. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend, Heinz. Schönen guten Abend, Tarek. Ja, also es hat ja sehr lange gedauert, aber gut Ding braucht Weile. Gut Ding braucht Weile, so ist es einfach. Viele, viele Anfragen sind gekommen, also immer wieder, ja, wann kommen die Kuschs wieder und die Erdstelle und so weiter, ja. Heute geht es zwar jetzt nicht so sehr um Erdstelle, vielleicht können wir auf das ein bisschen zu sprechen kommen, weil es gab natürlich viele, die gefragt haben, ja, sprecht ihr auch über die Erdstelle? Da war dann immer die Antwort, nein, wir sprechen über Asiens Unterwelt oder auch Welten ohne Licht. Sehr schönes Zitat übrigens eher aus deinem Buch. Kurz vorher, aber bei dich habe ich das Sprüchel noch nie gefragt. Du bist, das ist jetzt die Datenschutzgrundverordnung, du bist einverstanden, dass deine Kurzbio, dein Bild, deine E-Mail-Adresse, Kontonummer, und die Sendungen, die Aufzeichnungen, dass das alles auf der Seite ist und dort auch auf unbegrenzte Zeit bleibt. Also was immer du sagst, das, was liegt, das biegt. Ich bin einverstanden. Okay. Sehr schön. Auch wieder mit dabei ist natürlich die Ingrid, aber die Ingrid, die sitzt nur da und lächelt uns nett an, was total super ist. Sie ist quasi der gute Geist im Hintergrund, der alles da irgendwie zusammenhält. Aber natürlich, das muss man schon sagen, diese ganze Arbeit, die wir heute präsentieren, das seid ihr beide. Ne? Das ist unsere Arbeit, ja. Das ist ja eure Arbeit, also 30 Expeditionen über eigentlich 50 Jahre Forschung und Forschertätigkeit, das ist irre. Ja, also vom Angriff der Killerbienen bis zu, ich weiß nicht was, habt ihr so ziemlich alles erlebt. Das ist kein Scherz jetzt, also sprechen wir vielleicht heute noch an. Ne? Mein Indiana Jones, das ist irgendwie, ja, wie sagt man da? Naja. Fällt mir nichts ein, was ich... jedenfalls... ein absolut faszinierender Bildband, also diese Bandbreite, das ist, also man ist völlig erschlagen dann irgendwann, ja, also da, diese Höhlenanlagen, diese riesigen Höhlenanlagen, zum Beispiel, wenn man völlig unbekannt, dass Petra nicht nur ein monumental aus dem Stein gehauenes Monument ist, sondern hunderte, wie du mir gesagt hast. Ja, ja, da gibt es ja hunderte Grabanlagen und auch hunderte in den Fels gemeißelte Gebäudefassaden, ja, eigentlich. Und vielleicht noch ein bisschen was zu deinem Background. Also das ist bei den vorigen Sendungen, habe ich das nie so ganz angebracht. Und zwar, du bist Prähistoriker, Archäologe und Speleologe und du forschst seit über 50 Jahren weltweit in tausenden Höhlen und blickst auf jahrzehntelange wissenschaftliche Forschung und Ausgrabungstätigkeit im In- und Ausland zurück. Seit Beginn der 70er Jahre eben wurde die Arbeit verlegt quasi, und zwar gemeinsam mit deiner Frau Ingrid, vom österreichischen und europäischen Bereich nach Vorderasien und in den Süd- und Südost- und ostasiatischen Raum, später auch nach Afrika und Mittelamerika. Und allein auf dem asiatischen Kontinent konnten tausende Höhlen davon, weit über 1600 Kult- und Tempelhöhlen der unterschiedlichsten Kulturbereiche sowie hunderte Felsbildplätze und Megalithbauten erforscht und bearbeitet werden. Und bestimmt, ihr habt auch einige dieser Höhlenbildplätze entdeckt. Also ihr seid auch Entdecker, die also vorher völlig unbekannt waren. Ich meine, irgendwann waren sie schon irgendwann einmal bekannt natürlich, aber also so richtige Entdecker seid ihr, ne? Das möchte ich ja sagen. Also ihr habt sind nicht nur der Forschung von anderen danach gegangen, sondern wart wirklich auf der vordersten Front. Ja, also in der Literatur scheinen wir in der internationalen Literatur als Pioniere der Erforschung in Südost-Ostasien in den Höhlen, also dort auf. Speleologen, ja. Archäospeleologen. Archäospeleologen. Wobei das Wort, das habe ich mir nicht traut zu schreiben, weil das ist irgendwie... Es gibt Anthropospeleologen, also das sind jene Speleologen oder Höhlenkundler, die also die Verbindung zwischen Mensch und Höhle herstellen. Und die Archäospeleologen, also darunter zählen auch wir beide, wir versuchen also auch die Höhlen zu bearbeiten, wissenschaftlich zu bearbeiten. Okay. Ich habe da, mein Gott, mein Spickzettel heute ist schon wieder absurd lang. Aber
eines der Zitate, das ist relativ gleich einmal am Anfang, oder ich glaube, es ist relativ am Anfang des Buches, finde ich recht interessant. Die Erforschung unserer Vergangenheit hat eigentlich erst begonnen, schreibt ihr. Und naja, als Laie könnte man jetzt sagen, ja, aber Moment, das war ja irgendwann Mitte 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert haben sie angefangen, da, ja, also wir forschen doch schon seit über 150 Jahren. Wie kannst du sagen, das hat eben erst begonnen? Ja, das ist sehr einfach gesagt. Geforscht wird eigentlich seit der Antike. In der Antike hat man schon also die Vergangenheit versucht also zu erfassen. Plato, ne, aber Plato hat zum Beispiel über Atlantis geschrieben. Ne? Deshalb wissen wir überhaupt über Atlantis, sonst wüssten wir gar nichts drüber. Ne? Genau. Und das hat sich ja bis jetzt fortgesetzt. Aber wir haben jetzt, vor allem in der jüngsten Zeit, sehen wir, dass es noch viel mehr in der Vergangenheit gab, als wir uns das jemals vorstellen konnten. Das heißt, unsere Vergangenheit wird immer älter, unsere Vergangenheit, auch die Kulturen der Erde, werden vielfältiger. Und das ist gerade am asiatischen Kontinent sehr, sehr schön nachzuvollziehen, weil dort kann man noch Entdeckungen machen, also genauso viele Entdeckungen, wie wir hier machen können beispielsweise. Oh ja, und es gibt ja schon zwei Sendungen online, die ich jedem nur absolut empfehlen kann, wo es also um unsere Unterwelt hier geht, um eben die Erdstelle. Ja, wobei also nach oben hin noch auch bei den Erdstellen alles offen ist. Also niemand weiß, wirklich niemand weiß, wann sie gemacht wurden. Es gibt viele, die behaupten, sie wissen es und sagen, das war im Mittelalter. Ja gut, ich meine, das sind Annahmen, das sind Vermutungen, aber keine Beweise. Es gibt keine Beweise heute noch. Ja. Weil eine C14-Datierung, wie es immer wieder schön tradiert wird, also in der Literatur, ist kein Beweis. Ist nur ein Beweis, dass in diesem Erdstein ein Holzstück irgendwann hineingelangt ist. Ja, also zum Beispiel jemand verliert sein Jausenpapier in der Pyramide, in 2000 Jahren findet es jemand, Brotkrümel, macht dann C14-Analyse und sagt, das ist 2018 wurden die Pyramiden erbaut. Also so ungefähr kann man so das. So ähnlich, ja. Also wir haben keine Werkzeugspuren an den Wänden beispielsweise, die darauf Rückschlüsse zulassen würden, also bei manchen. Wir dürfen jetzt nicht verallgemeinern. Das große Problem ist immer, auch in der Wissenschaft, man tut gern alles also strikt festlegen und man verallgemeinert dann, also man legt es auf alles andere darüber und das geht nicht. Gerade in der Wissenschaft nicht. Also jedes Objekt steht für sich allein da und kann verglichen werden, aber es darf nicht gleichgesetzt werden. Also wenn ich beispielsweise in einem Erdstall, um jetzt bei den Erdstellen zu bleiben, eine Datierung habe, dann darf ich die nie auf andere Erdstelle übertragen. Das geht nicht. Dann ist nur dieser eine Erdstall davon betroffen, aber kein anderer. Aber man macht dann ja oft so Rückschlüsse, also so Einschätzungen des Alters, wenn man jetzt feststellt, dass der Stil praktisch gleich ist, vielleicht auch die Art der Bearbeitung. Dann wird ja sehr oft gesagt, ja, das fällt jetzt in diese Epoche eines Monuments, das man datiert hat oder glaubt, datiert zu haben. Ja, ja. Und dann, also die Typologie, ne? Auch bei der Keramik oder gerade in der Archäologie ist das gang und gäbe, dass man eben vergleichend arbeitet, was ja richtig ist, aber eine Keramik, die ähnlich ausschaut wie eine andere, kann beispielsweise um 5000 Jahre älter sein als die, die man beispielsweise gerade in der Hand hat, obwohl sie typologisch ähnlich ausschaut. Ja, es gibt ja auch bei uns so Revivals, ne? Also irgendwann in den 90ern waren die 70er wieder modern. Nein. Aber du weißt schon, also es könnte auch sein, dass irgendwas wieder modern wird. Ne? Genau. Ja. Ja. Ja, also das ist in allen archäologischen Bereichen und speziell also in Asien, wo es hunderttausende Objekte gibt, unterirdische Objekte, also nicht nur 10, 20.000 oder 10.000, es gibt dort hunderttausende unterirdische Objekte. Du meinst unterirdische Höhlen oder? Ja, ich sage jetzt absichtlich jetzt einmal Objekte.
Denn wir müssen dann unterscheiden anfangen zwischen Naturhöhlen, also natürlich im Felsgestein entstandene Hohlräume, das können beispielsweise Kalkhöhlen sein oder auch Lavahöhlen. Das gibt's ja, also gerade in Asien sehr viele, weil wir haben ja Vulkanketten bei den Sunda-Inseln unten und auf den Inseln gibt's wunderschöne riesige Lavahöhlen, die können bis 11 Kilometer lang sein, also die können schon eine große Länge haben. Und die sind dann teilweise auch bearbeitet, ne? Also die sind dann teilweise auch als Kultstätten verwendet worden. Ja, ja, die wurden adaptiert in der Vergangenheit. Und man hat also in bestimmte Bereiche hat man dann also die Götter hineininterpretiert oder irgendetwas, was man eben drin sehen wollte, Totenreiche, Wohnorte von Göttern oder Ähnliches. Das führt mich gleich zu einer meiner Eingangsfragen jetzt. Menschen sehen in Höhlen, schreibt ihr, göttliche Präsenz. Warum? Weil in den Höhlen, also zumindest in Asien, da ist es spürbar. Denn dort kommen bei manchen Höhlen, ich denke jetzt nur beispielsweise an die Batu-Höhlen, einmal im Jahr bis zu 400.000-500.000 Menschen hin. Wahnsinn, ja. In einer Woche. Wahnsinn, unglaublich, ja. Also das, ja. Ja, da werden Hindus, also das sind auch hinduistische Kultstätten. Sind hinduistische Kultstätten. Ja. Wir unterscheiden ja, also wir haben in China andere Kultstätten wie in Hinterindien oder in Indien oder auch im Vorderen Orient. Also es gibt immer wieder also Kultstätten, die von der Bevölkerung genutzt werden, das ganze Jahr über oder an bestimmten Tagen, wie an Festtagen in Indien beispielsweise. Und ja, über diese Dinge sprechen wir heute, über den asiatischen Raum, also von Vorderasien bis Südostasien. Und das freut mich doppelt, weil bekannt bist du ja vor allem geworden, seid ihr geworden, durch die Erdstrahlforschung, und die meisten Leute haben eigentlich keine Ahnung, dass ihr jahrzehntelang wirklich an vorderster Front, wie du jetzt gesagt hast, und auch also international anerkannt an vorderster Front, eigentlich im asiatischen Raum Höhlen erforscht habt. Und also irgendwo natürlich die Parallele, also es war immer schon unterirdisch, also ja. Ich hatte es immer schon nach unten gezogen, aber euer Hauptgebiet für lange, lange Zeit war eigentlich Asien. Und dieses Buch hier, ich möchte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, ich habe es auch verlinkt jetzt vom Ankünder aus, Asiens Unterwelt, das Jahrtausende alte Erbe unterirdischer Kultstätten vom Vorderen Orient bis Ostasien, so, VF Sammler Verlag ist es erschienen. Wunderschön bebildert, sogar mit Überlänge diesmal. Ich glaube, es hat also 240 Seiten. 40 Seiten, sogar noch mal 20, 30 Seiten mehr als vorher. Und also teilweise atemberaubende Aufnahmen, alle von euch selbst natürlich erstellt. Von Kultstätten, von denen man nie gehört hat. Ja, also, wir haben ja heute noch zu sprechen kommen. Also, die Höhlenkomplexe, wie heißt der jetzt nochmal, über den wir jetzt gerade vorher gesprochen haben? Ajanta und Ellora. Ellora, genau. Also wie viele hunderte Höhlen dort, also dieses ganze Tal quasi, ist voll mit also Tempelanlagen, eigentlich in den Stein gehauene Tempelanlagen. Es ist so absurd. Eine Schufterei bis zum Geht nicht mehr. Und die Menschen haben das auf sich genommen, meistens eigentlich aus spirituellen, religiösen Beweggründen heraus, oder? Aus Überzeugung und weil vielerorts also diese Hohlräume bereits da waren. Du schreibst auch, also der Ursprung von Kunst, Kultur und Sprache läge also in der altpaläolithischen Periode, das geht so 2,5 Millionen Jahre zurück eigentlich, also bis zur frühesten Frühsteinzeit, also und da vor allem haben die Menschen ja in Höhlen gelebt, ne? Also da, oder? Also nein. Wo halt Höhlen vorhanden waren, nicht? Nein. Also Höhlenmenschen in unserem Sinne, also wie wir es kennen aus der Zeitung, aus Büchern oder sonst wo,
hat es nie gegeben. Ah, interessant. Es hat sehr wohl Menschen gegeben, die in Höhlen also gewohnt haben, die Höhlen genutzt haben, aber Höhlenmenschen im Sinn, dass ein primitiver Mensch also sich in einer Höhle aufhält, dort also übernachtet und dort also werden die Kinder geboren und, wird sicher irgendwo auf der Erde gegeben haben, also das ist nicht auszuschließen, aber die Höhlenmenschen, wie wir sie kennen, die wurden im 19. Jahrhundert geboren von der Wissenschaft. Ah. Denn man hat sich über diese Kultur hinweggesetzt, das war ja Steinzeit, also das war die Steinzeitkultur, Neolithikum, Paläolithikum, Mesolithikum, also mittlere Steinzeit. Das waren Begriffe, die man geprägt hat, weil man nur Steinwerkzeuge gefunden hat. Das stimmt aber heute auch nicht mehr. Denn aus diesem Zeitraum gibt es ganz andere Fundgegenstände, also die heute schon bekannt geworden sind international. Und wir wissen, dass diese Steinzeitmenschen ja nicht primitiv waren. Mhm. Denn wenn würden sie ganz wie Tiere gelebt haben, dann würden wir beide heute nicht hier oder wir drei hier im Raum nicht sitzen. Und es gäbe uns gar nicht. Weil, es gäbe unsere Kultur nicht. Ja, und auch die Menschheit dann nicht mehr. Weil nur die können überleben, die also intelligent genug sind, die sich die Natur untertan machen und also die dann mehr oder minder leben können. Weil es genügt ja schon eine Krankheit, eine Epidemie oder was ich was, und dieses Volk würde komplett sofort ausgerottet werden. Also die würden sterben alle. Und wenn wir haben ja das Glück, dass wir Ärzte, Apotheken und alles haben, also wir brauchen nicht uns Sorgen darum, dass wir krank werden, weil es ist eine Aussicht da, dass wir wieder gesunden. Aber in der Steinzeit, jetzt gehen wir auf die Steinzeit zurück, da gab's so etwas ja angeblich nicht. Es sei denn, das Wissen dieser Leute, wie man Krankheiten bekämpft und wie man also mittels Pflanzen also überleben kann. Also du meinst einfach der Homo sapiens sapiens, dem wir angehören. Ich meine, es ist immer wieder fraglich, aber wurscht. Der kann eigentlich nur in einer kulturell geprägten Umgebung und in einer Gemeinschaft eigentlich überleben und wo auch Wissen weitergegeben, festgehalten, gehegt wird, weiterentwickelt wird und wo man vielleicht nicht unbedingt sich die Natur untertan macht, aber mit der Natur möglichst harmonisch lebt. Ne, weil untertan, man sieht eh, was draus wird, das sind halt dann Plastikberge mehr. Ne? Also, aber so verstehe ich das jetzt, oder? Ja, genau. Ja, also und generell, du reflektierst auch, also gerade auch am Anfang des Buches, über das Konzept Unterwelt, das ja auch eigentlich in jeder Kultur gibt es das interessanterweise, die Unterwelt, ja. Und sehr oft wird es ja auch mit Hölle gleichgesetzt, was ja auch dem Ganzen eigentlich nicht gerecht wird. Ne? Dieser Begriff wurde ja von der Kirche geprägt. Und nicht, also man findet ihn nicht in alten Hochkulturen, weil davon wird nicht von der Hölle gesprochen. Es wird von einer Unterwelt gesprochen, wo eben, wenn jemand, so wie es in den Hieroglyphen drin steht, also wenn jemand zu Gericht kommt, dass die Seele dann in die Unterwelt hinunter, also wenn er schlecht war, und das Gegenteil in den Himmel aufsteigt. Und das Gleiche hat die Kirche natürlich nahtlos übernommen aus der Antike und hat also generell die Hölle draus gemacht, wo die Menschen oder die Seelen der Menschen Qualen erleiden. Und das ist natürlich etwas, was eine Fiktion ist. Allerdings eine Unterwelt, wie wir sie bezeichnen, dürfte es wirklich geben. Das heißt? Naja. Wir sind ja auch von Mitgliedern der Kirche unter Anführungszeichen aufgeklärt worden, die sehr wohl auch über eine Unterwelt sprachen.
Ja, das ist jetzt die Frage, was für eine Unterwelt. Ne? Ja, genau. Also für uns ist schon eine Unterwelt, wenn wir Naturhöhlen sind und unter der Erde sind. Ja. Also das ist die realistische Unterwelt. Alles andere ist allein eine fiktive Sache, die also sich Romanautoren, wie beispielsweise dieser Klim, ja. Nicolas Klim. Sehr interessant, der hat ja 1748 oder was hat er das Buch geschrieben, Unterirdische Reise. Ja. Und da beschreibt er eigentlich die Hohlwelt, ne? Ja. Er hat wahrscheinlich sogar Bulwer Lytton und Jules Verne inspiriert schon, zu ihren ja. Werken, die über Ähnliches schreiben. Aber interessanterweise... Reise zum Mittelpunkt der Erde ja, und so weiter, ne? Gibt es weit davor Informationen, die über eine Unterwelt berichten. Da sind wir jetzt bei Agatha und... Ja, da sind wir jetzt im Himalaya und da kommen wir jetzt, also Shambhala, Agatha oder Agathi, also das sind Begriffe, die dort ja sehr bekannt sind. In ganz Indien, in ganz Tibet sind diese Begriffe bekannt, weil auch in Indien gibt es große unterirdische Anlagen. Also gewaltige Anlagen. Wir haben im Südindien, nur sind wir da nicht dazugekommen, dort reinzuschauen. Wir haben dort also eine Ganganlage mit rund zwischen 60 und 80 Kilometer Länge, Riesengänge. Kein Mensch kennt und weiß, wann die gemacht wurden. Diese Anlagen wurden vor 20 Jahren zugemauert, weil es so viel Tote gegeben hat, also weil die Leute reingegangen sind, das war offiziell zugänglich und man hat alle Eingänge vermauert. Es gibt heute nur mehr einen Eingang in einem Hindu-Tempel, also der auch natürlich bewacht und verschlossen ist. 80 Kilometer ist ja unglaublich. Und von der Bearbeitung vergleichbar mit dem, was du in Mitteleuropa und in Österreich auch entdeckt und erforscht hast? Größer. Diese Gänge haben größere Dimensionen. Also okay. Die sind nicht so kleinräumig, sondern das sind Gänge, also da so mit 10 Meter Durchmesser in etwa. Okay. Die dort, also riesige Gänge, die dort rein. Aber nur wir haben es nur von den Leuten vernommen dort. Weil ja, da wollten wir eine Expedition ausrichten, dann ist uns der Dr. Wanke gestorben. Mhm. Ein halbes Jahr davor. Und überhaupt in der Danksagung vom Buch ist es so, dass die meisten schon verstorben sind, denen du da dankst. Das ist also sehr. Ja, gut, ich meine, wir waren ja 35 Jahre lang unterwegs in Asien. Ja. Und die Leute, also die uns geholfen haben dabei, also bei der wissenschaftlichen Aufbereitung der Proben und also die Untersuchungen, da haben wir schon, also da sind wir sehr unterstützt worden vom Naturhistorischen Museum in Wien beispielsweise, von vielen Leuten. Und auch also in Graz vom Landesmuseum Joanneum. Ja. Also da auch Grazer Forscher? Auch ja. Grazer Forscher, ja, natürlich. Also wir haben sehr viele gute Fachleute gehabt, die uns unterstützt haben, weil wir ja auch Tiere mitgebracht haben. Also wir haben ja auch Tiere aus den Höhlen, die zum Beispiel, also haben wir einen eigenen Käfer, der nach uns benannt worden ist. Genau, es gibt sogar einen Käfer, der nach euch benannt ist. Warte, ja, wie heißt der nochmal? Dichillus cushtabari. Das hat der Herr Professor Kastschap in Ungarn, also in Budapest bestimmt. Das ist ein ganz eine neue Käferart, die wir dort entdecken konnten. Wir haben ja sehr viele solche, wir waren offiziell im Auftrag der Museen unterwegs und haben dort Sammlungen gemacht, also gesammelt, Tiere gesammelt, dann eben Mineralien gesammelt und. Also es ist alles ausgewertet worden, publiziert worden, auch archäologisch natürlich. Wie viele Papers habt ihr eigentlich da verfasst im Laufe eurer Karriere? Also über 170 wow. derzeit. Wow. Und davon also 14 Bücher. Wow, unglaublich. Und ich hatte inzwischen auch die Gelegenheit, mit euch Erdstelle zu besuchen. Das ist ja schon so lange her. Und wir sind da also irgendwo in der Steiermark
bin ich durch den Dreck gerobbt. Es war schon, es ist also unglaublich. Mit einer Hörerin auch von der Sendung, die da auch dabei war. Ne? Und das war schon spannend, muss ich sagen. Das haben wir das selbst auch zu sehen. Ne? Ja, sicher. Diese, ja. Auch wenn das nur so ganz kurze Stücke waren, aber wir waren im Vorraum, ist das Ganze losgegangen, kann ich eben nur empfehlen, du machst ja immer wieder solche Führungen. Machst du das nach wie vor? Wir nicht. Wir machen es jetzt über Sabdera Vorraum. Okay. Also das ist der Verein. Aber dort kann man anfragen. Und ja, da kann man anfragen. Subterra Vorrau. Jawohl. Kann man dann googeln. Ja, kann ich empfehlen. Ja, ist also, wenn man das ein bisschen hautnah erleben will, hat schon was. Höhlen- und Religionsgründungen, also auch das spielt natürlich zusammen. Ne? Überhaupt Religion und, ja, ja. Und die, also das ist ja voll von Tempelanlagen. Ne? Also zum Beispiel in Indien oder in, also in Petra oder egal, Gobekli Tepe, von dem wir auch noch sprechen werden heute. Das sind ja eigentlich alles Kultstätten, religiöse Anlagen, Klöster. Da hat man ganze Klöster in, man hat ja auch Höhlen herausgehauen. Ja, ja. Also da war einfach nur ein Fels und dann sind irgendwelche Wahnsinnigen hergegangen mit Meißeln und haben dort riesige Hallen aus dem Stein herausgehauen. Das ist, mir schneuzt da alles durch, weil wie kann man, das muss ja eine Arbeit sein, das ist ja unglaublich. Ne? Ja, bei manchen großen Komplexen hat man bis da, also hat man, da war Arbeitszeit von 1200 Jahren. 1200? Das ist ja Wahnsinn, ne? Und dann regt man sich auf, dass in Berlin der Flughafen 20 Jahre dauert, mein Gott. Ich habe immer oft gedacht, diese Bauten sind ja dann auch, also erinnern ja auch irgendwie an Renaissance-Bauten, an griechische Tempel und so weiter. Und ich frage mich, war das vielleicht überhaupt die ursprüngliche Art zu bauen? Ne? Nein. Nicht nein. 3D, sondern so quasi invertiert. Aber nein, die Höhlentempel sind, also die Chetias beispielsweise, die Tempelhallen, sind also negativ, in einer Art Negativarchitektur genau gehalten. Das heißt, das, was man früher davor auf der Oberfläche gebaut hat, in Form von Holzbauten, wurde dann in den Berg hineingehauen oder aus dem Fels herausgehauen. Und man hat das auch sehr schön, also mit Holz dann verziert und Bögen reingemacht, Rippen, Deckenrippen gemacht. Also da sind schon ganz tolle Dinge passiert. Und man hat, also speziell in diesem Bereich, nicht nur mit wahrscheinlich, nicht nur mit der Hand gearbeitet. Es gibt also im Sanskrit, in den Sanskrit-Texten gibt es also Hinweise auf ein Gerät, auf ein technisches Gerät, das vor rund 1000 Jahren noch in Indien im Einsatz war. Also ich weiß jetzt im Moment den Namen nicht, aber ich weiß, dass dieses Gerät also erwähnt wird. Und mit dem hat man Stein schneiden können. Wieso und warum, keine Ahnung. Also für mich war das völlig neu. Und wir konnten nur in einem Foto konnten wir das dokumentieren, wie präzise also da gearbeitet wurde. Und zwar hat man da bei der Herstellung dieser sieht eh keiner. Bei der Herstellung dieser glatten Flächen hat man nicht mehr als einen Zentimeter, maximal zwei Zentimeter Futter gehabt und dahinter war dann schon der polierte Fels. Man hat die Kanten bei den Türstöcken oder Fenstern oder was ich was so präzise gearbeitet, dass nur ein ganz geringer Futteransatz von Gestein da war. Also wenn man mit Meißel gearbeitet hätte und man schlägt einmal zu fest drauf, dann ist diese ganze Fläche, die schon auf 1,5 Meter komplett erhalten wäre, wäre kaputt. Das ist irre, ne? Und trotzdem ist nirgends in den ganzen unterirdischen Hallen gibt es irgendwelche Ausbesserungen. Das ist alles wie, als wenn der Fels geschnitten wird. Wir haben also in Tempelanlagen in Indien Säulen gesehen, die haben ausgesehen wie gedreht. Also als wenn die Säulen auf einer Drehbank gefertigt worden wären. Spiegelglatt poliert. Waren aber
noch immer Teil des Felds. Also die sind nicht herausgenommen, bearbeitet, wieder hingesetzt worden, sondern die waren dort verwachsen. Das, ja. Man hat ja diese speziell, also diese Anlagen, diese großen Anlagen, auch in Elora, man hat ja wirklich dort also alles aus dem Fels heraus und man hat die Säulen vor Ort stehen, in situ stehen gelassen. Man hat nichts hineingebaut. Online gibt's ja leider keine Bilder aus deinem Buch, gell? Noch nicht. Noch nicht. Das ist schade ein bisschen, weil ich hätte gern ein paar Sachen gezeigt, aber vielleicht können wir das bei einer anderen Sendung mal machen. Diese Bearbeitungsspuren, also das finde ich schon interessant. In der Folgensendung beim zweiten Teil der Unterweltserie, wo es also so ans Eingemachte der Erdstelle ging, da gibt es ja auch ein Kapitel, das der Bearbeitung, der Präzision und der Bearbeitungsspuren und dieser kleinen eingerollten Granitdinger, die dann Eisenspäne quasi umschlossen haben, wo man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wo man sich nur vorstellen kann, das muss irgendwas mit jenseits 1200 Grad erhitzt, geschmolzen und dann irgendwie gibt es da Parallelen zwischen den Bearbeitungsspuren? Ja, wir haben solche Parallelen, also in ganz Europa. Durch unsere Publikationen sind viele aufmerksam geworden und haben uns dann Bildmaterial auch zugeschickt. Also wir haben fast in jedem Staat von Europa solche Gänge, interessanterweise, und nur die wurden nie untersucht. Man hat sie einfach als neuzeitlich angenommen und man ist nicht so weit gegangen wie wir, dass man mit DCN, also eingangs diese Vorbauten datiert hat und dass man dann weiß, dass der Gang dahinter älter sein muss, beispielsweise beim Strebelgang älter als 20.300. Das sollte man vielleicht auch erwähnen, das war, glaube ich, bei der letzten Sendung auch noch nicht bekannt. Ich glaube, inzwischen weiß man ja, dass manche dieser Gänge zumindest 20.000 Jahre alt sind, weil mit einer Datierungsmethode aus der Geologie, die so 2-3% Genauigkeit, glaube ich, hat, oder 5%, ist ja egal. Bei 20.000 Jahren, dann sind es halt nur 19.000. Ist trotzdem jenseits von allem, was eigentlich sein dürfte und kann, weil, inzwischen, es marschiert eh nach hinten, Gobekli Tepe, das haben wir eh schon bei 11.500 Jahren, auch in der offiziellen Archäologie. Ne? Stimmt, ja. Aber eigentlich zeigen deine Arbeiten ja schon auf, nein, das geht ja schon allein bei uns da viel weiter zurück. Es geht wesentlich weiter zurück, also das können wir heute schon sagen. Wir haben immerhin jetzt über 30 Dezendatierungen und 20.000, drei Fragezeichen schreibt jemand, ja, 20.000 Jahre. Hm. Ja, genau. Völlig irre. Ja, und die Fragestellung haben wir in China, die haben wir in Indien, überall. In Elora beispielsweise ist es der Kailasha-Tempel, der ja an und für sich so im 7., 8. Jahrhundert eingeweiht wurde von einem indischen König. Aber wir wissen nicht, wann er erbaut wurde. Es gibt verschiedene, die indischen Archäologen sind sehr aufgeschlossen dem Thema, also auch, dass etwas älter sein kann gegenüber. Und die bezeichnen auch, also den Kailasha-Tempel, dass er unter Umständen doch wesentlich älter ist als derzeit angenommen und offiziell also publiziert. Nur weiß niemand, man muss sich vorstellen, das ist ein Tempelkomplex, der ist 90 Meter lang, 60 Meter breit und über 30 Meter hoch. Und der ist in einem Stück, das ist ein zweistöckiges Gebäude, ist in einem Stück aus dem Fels gehauen. Da wurde nichts, aber auch gar nichts hinzugefügt. Da ist jede Figur, die dort oben, also Das heißt, es hat nie einer daneben gehaut. Ja, und aber jetzt fest drauf gehaut. Und das, oder es war nie jetzt irgendwie ein Stein, der dann irgendwie rausbröckelt ist, weil da halt irgendein geologische. Genau. Das war nie. Ja, nein. Das ist irre. Und das ist aber. Da braucht es eben den geschulten Blick von jemanden wie euch beiden, die sich da wirklich damit auseinandersetzen. Weil wenn ihr jetzt nach Petra fahrt, denke ich immer, boah, schön, na super, muss eine schöne Arbeit sein. Aber man überlegt sich gar nicht so genau, na, aber Moment, was das eigentlich bedeutet, wenn man das jetzt wirklich selbst macht. Ne, wenn man sich, ihr habt euch offenbar genau überlegt, wie
könnten die das gemacht haben? Und da gibt es viele Fragezeichen. Ja, wir haben sie beobachtet und wir haben im Buch auch das dokumentiert. Frage habe jetzt noch zu diesen Bearbeitungsspuren und zu diesem Gerät, zu diesem technischen Gerät, das bis vor 1000 Jahren noch in Indien im Einsatz gewesen sein. Nach welcher Quelle? Wer? Das steht in den Texten drin. Also in den Texten? Ja. Okay. Und gibt es da eben Ähnlichkeiten zu den offenbar auch irgendwie exotischen oder besonderen Geräten, die man beim Bau der Erdstelle eingesetzt haben müsste eigentlich? Ja, wir haben nichts Vergleichbares in Österreich. Okay. Also wir haben... Auf was hinaus will, könnte es sich um dasselbe Gerät gehandelt haben? Das offenbar nicht. Nein. Okay. Aber es gibt natürlich, wir haben aus Israel so ein Gerät, also den Shamir, der so ein Diamantschneider halt, der Steine schneidet. Ein neuzeitliches Gerät? Nein, ein altes. Das wird auch überliefert dort. Mhm. Der Gesteinswurm wird er genannt, ne? Also der Hohlräume schaffen kann. Der wird beschrieben in alten Texten. Also das ist nicht. Und da gibt es Funde von diesem Gerät? Nein, gibt es nicht. Also das heißt, das ist alles im Bereich der Mythen und der Überlieferungen, nicht mehr und nicht weniger im Moment. Also wir können nur sagen, also das sind ja harte Gesteine, also die da bearbeitet wurden, auch in Indien, das ist Granit, das sind Quarzgesteine, also sehr harte Sandsteine. Und Tiefengesteine sind das. Und man wundert sich nur also über die Fertigkeit, also die diese Leute gehabt haben. Wir beschreiben es ja im Buch genau, da hat es ja diese Steinmetze gegeben, also die speziell ausgebildet waren und die nur ihr ganzes Leben nur Stein bearbeitet haben. Mhm. Und das offenbar, wenn da Bauzeiten von 1000 Jahren waren, waren da mehrere Generationen, die nichts anderes gemacht haben. Das waren viele Generationen, ja. Also eine furchtbare Schufterei eigentlich. Ja, nicht bei allen Höhlenkomplexen. Wir müssen unterscheiden, also es gibt Höhlentempel, die sind einzeln. Also die stehen einzeln, wie Karla beispielsweise. Na, Karla ist auch nicht einzeln, die hat immerhin 16 Nebenhöhlen noch dabei. Aber die große Tempelhöhle von Karla ist wirklich ein eine wunderschöne Chaitya, eine Tempelhalle, die so präzise gearbeitet ist wie sonst keine in Indien, das muss man auch dazu sagen. Und die haben eben verschiedene Entstehungszeiten. Das ist in unterschiedlichen Perioden wurden diese Tempelhallen geschaffen. Meistens mit der Beginn dieser Schaffungsepochen war im zweiten, dritten vorchristlichen Jahrhundert in Indien und das hat sich dann bis zum siebten, achten nachchristlichen Jahrhundert dahingezogen. Ist dann oft bis zum 13. Jahrhundert verwendet worden von den Mönchen. Also da hat schon eine sehr weitreichende zeitliche Ebene gegeben, wo eben solche Höhlentempel in Verwendung gestanden haben. Interessant. Es kam jetzt schon das Stichwort Untersberg, glaube ich, heißt das? Untersberg. Untersberg, ja. Du sprichst auch Zeitanomalien in Höhlen an. Ja, das. Und jemand hat auch gefragt, ob du schon mal im Untersberg warst. Warst du schon mal da? Untersberg kenne ich, aber nicht im Untersberg war ich nicht drin. Ne? Aha. Was hat es mit Zeitanomalien auf sich? Zeitanomalien entstehen, indem man in die Unterwelt einsteigt. In jeder Höhle gibt es, da vergeht die Zeit schneller. Mhm. Also wenn ich mich in eine Höhle begebe, vergehen die Stunden blitzschnell. Und je länger ich in Höhlen bin, desto schneller vergeht die Zeit und ich merke es nicht. Also wir haben Expeditionen, das war in den 60er, 70er Jahren, wo wir in Spanien in der Ojo Carreña waren, also das ist eine Höhle, die heute über 120 Kilometer lang ist. Wir hatten damals den Auftrag von der Regierung, die Höhle auf 50 Kilometer Länge zu vermessen. Und das Lustige war, das waren 16 Länder damals im Einsatz, also aus Europa, Höhlenforscher aus den Ländern, aus verschiedenen Ländern. Und
die haben also verschiedene Abschnitte der Höhle zu vermessen bekommen. Das heißt, sie mussten dort arbeiten. Und es war so, dass die Leute am zweiten, dritten Tag schon also das Zeitgefühl verloren haben. Das heißt, es hat sich dann so entwickelt, dass die Vermessungstouren, die normalerweise nur 12 Stunden gedauert haben, dann 24 oder 36 Stunden gedauert haben, ohne Erschöpfung des Körpers. Und dann haben sie natürlich 24 Stunden geschlafen, die Leute. Das heißt, das war ein psychologischer Effekt, oder war das durch irgendwelche Gravitationsverwerfungen? Das war ein psychologischer Effekt, einfach weil man Tag, Nacht... Es gibt keinen Tag und keine Nacht. Mhm. Und dadurch verwischt das Ganze. Und ich habe ja für die NASA sogar ein Programm vorgeschlagen, was angenommen wurde. Das war in den 60er Jahren, wie also die Mondflüge da... Wirklich? Wow. Ja. Und zwar habe ich der NASA geschrieben damals, das habe ich heute noch zu Hause, das Schreiben, die Antwort zumindest, ne? wo ich vorgeschlagen habe, dass man Höhlen, Naturhöhlen, die sind ja gleichzusetzen wie der Weltraum. Es gibt dort keine Zeit. Und dann hat man also Leute, also das war eine große Versuchsreihe, die ist dann in Italien hat die stattgefunden und in Frankreich, in Österreich leider nicht. Und da hat man dann Leute also in Höhlen eingesperrt, ohne Uhr, nur mit Essen, also mit Verpflegung und natürlich mit einer Verbindung zur Oberfläche, aber nur, falls was passiert. Ne? Und man hat also diese Leute dann immer abgefragt, weil die haben ja unten das mehr oder minder nachvollziehen können, wie lange sie leben, aber sie haben keine Uhr gehabt. Also sie haben immer geschätzt nur die Zeit. Mhm. Und beispielsweise, wenn sie im November eingestiegen sind und zu Weihnachten gefragt worden ist, also wie viel Zeit für sie vergangen ist, dann haben sie gesagt, ja, das war vielleicht gerade ein Monat. Mhm. Wahnsinn. Ja, wenn dann zu Ostern sie gefragt worden sind, also die waren ja in Isolation, wenn sie zu Ostern gefragt worden sind, dann haben sie gemeint, ja, das könnte vielleicht knapp vor Weihnachten sein. Unglaublich. Aber die Uhren gehen nicht natürlich, weil ich meine, stellt jetzt die Frage, die ich vorher gestellt habe, gehen die Uhren unterschiedlich, wenn jemand aus einer Höhle wieder auftaucht, unter Anführungszeichen? Nein. Also die eine Uhr mit, würde die ganz mal, aber die Wahrnehmung verändert sich die völlig. Wahrnehmung verändert sich. Also die sind dann 36 Stunden drin, gefühlt aber nur 12 Stunden und kommen dann raus und dann merken sie erst, wie fertig sie sind. Nein, die kommen nicht raus, sondern wir haben ja dort über eine Woche, also 10 Tage in der Höhle verbracht. Okay. Also da kommt man nicht raus, sondern man merkt es nicht. Ne? Und diese 10 Tage, wie waren die für dich subjektiv? Na, für mich war es sehr einfach, weil wir haben ja uns angewohnt, also eine Arbeitseinteilung damals in der Ochogarenia zu machen. Das heißt, wir haben 12 Stunden gearbeitet und 12 Stunden geschlafen, damit wir einen 24-Stunden-Rhythmus einhalten. Wir hatten also Spanier und Italiener in der Galleria della Epidemia in unserem Lager und die haben natürlich genau das überzogen, was wir nicht wollten, weil wir haben ja schon gewusst, dass das passieren wird. Und jetzt war immer lustig, immer wenn wir geschlafen haben, und die sind dann gekommen und die haben gesagt, die arbeiten ja nie. Die schlafen nur die ganze Zeit in der Höhle. Dabei haben wir die längste Vermessung gemacht, weil wir natürlich durch unsere gezielte Arbeit viel besser arbeiten haben können, wie eine Gruppe, die 30 Stunden beispielsweise durcharbeitet. Und dann völlig erschöpft ist und ja. Was schreibt da jemand? Aber Untersberg schon, also da gibt es einer mal hin, die schwarzen Steine manipulieren den Zeitfluss. Naja, jetzt. Das ist jetzt die Frage, welche schwarzen Steine? Ja, genau. Ne? Da gibt es ja viele in Österreich, einige, also in Kärnten, in Niederösterreich, in Salzburg. Also das ist ja bekannt. Nur, wir sprechen es glaube ich auch an in den folgenden Sendungen teilweise ein bisschen. Wir sprechen es an, schon, ja. Aber das ist ja alles noch Forschung in Arbeit, ne? Also über
derlei Dinge. Da wird noch gearbeitet. Da wird noch gearbeitet. Und ich bin so spannend, wenn wir dann über diese wollen. Ja. Gut Ding braucht Weile. Genau. Jetzt wieder zu Asien zurück. Vielleicht fahren wir ein bisschen, ich glaube, in Vorderasien sind wir da jetzt, die verschlüsselten Texte aus den Qumran-Höhlen. Ja. Die haben ja auch mit dem Islam sehr viel zu tun. Ne? Das sind also Texte, wo die wenigsten noch übersetzt sind. Also es gibt da sehr viele Schriftrollen, die in den Höhlen im 54er Jahr gefunden wurden. Und das war noch Palästina damals. Mhm. Und später ist es dann Israel geworden. Heute ist Qumran, also die Höhlen von Qumran liegen auf israelischem Gebiet. Und man hat dort also wirklich tausende Rollen herausgeholt, die natürlich nur mehr fragmentarisch vorhanden sind. Man hat nur mehr Bruchstücke von diesen Texten. Und das sind eben die ältesten Texte, aber die aus dem zweiten, dritten vorchristlichen Jahrhundert stammen. Also die sind nicht älter. Wir haben also da Aufzeichnungen und man versucht jetzt, wird schon seit Jahrzehnten durchgeführt, man versucht jetzt diese Texte zu übersetzen und in eine Form zu bringen, dass man eben den Inhalt, also es gibt viele Bücher, die darüber geschrieben wurden. Also ich kenne selbst, habe zumindest 30 solcher Bücher zu Hause aus dem Jahr 60 bis jetzt, also vor die jüngsten Bücher. Und das ist schon interessant, diese Entwicklung, die sich da getan hat. Allerdings nicht so interessant wie die Dalai-Handschriften, also beispielsweise in Burma, die im 19. Jahrhundert gefunden wurden von den Engländern in den Höhlen. Und die auch also eine sehr alte Kultur, das Mondvolk, also präsentieren. Ne? Ist mein nächster Punkt. Ich möchte aber noch ein bisschen bei Qumran bleiben, da wurden ja auch 1947 ein paar so Schriftrollen gefunden und apokryphische Texte, also Altes Testament oder Dinge, die eben nicht im Alten Testament, die es nicht reingeschafft haben, so quasi. Aber da gibt es doch schon ein paar interessante Dinge auch, die dann so ein bisschen... Schon, ja. Das waren die ältesten. Wo man nicht so recht wusste, wie man damit umgehen soll. Ja, das waren die ältesten Funde, also ja. die noch in Palästina gemacht worden sind, ne? Die ja dann eher auf den Antiquitätenmarkt gekommen sind und dort also verkauft wurden. Und später hat man dann versucht, diese ganzen Teile der Rollen wieder zurückzubekommen. Ja, verkauft und so. Ja. Ja, Ingrid, Mikro, also jederzeit, gell? Sie kann sich kaum zurückhalten. Ich glaube, sie ist bald soweit. ja, du hast schon angesprochen, das Verschwinden der sogenannten Mohnkultur. Ja, der Captain Follies 1936 entdeckter Schatz des Mohnvolkes, der dann plötzlich verschwunden war, auch irgendwie wahrscheinlich verkauft oder keine Ahnung. 1836. Ja, 18. Ja, 18. Ich habe da 19 aufgeschrieben, aber ja. Ja, erzähl ein bisschen was darüber. Da sind wir jetzt aber sehr weit östlich. Da sind wir sehr weit östlich, ja. Da sind wir schon in Hinterindien, ne? Ja. Und zwar im Irrawaddy-Delta. Dort gibt es also eine große Anzahl an Karst-Mogoten. Mogoten sind Karsttürme, also das sind verwitterte Karstoberflächen, also Karstberge, wo dann nur mehr kleinere, steilwandige Türme überbleiben, die erodiert sind. Und diese Karst-Mogoten sind dann unterhöhlt, also komplett zum Teil. Das heißt, da sind Naturhöhlen drin und diese Naturhöhlen hat man damals in der Zeit des Mohnvolkes, das ist auch vom vorchristlichen Jahrhunderten weg bis in das sechste nachchristliche Jahrhundert in etwa, hat sich diese Kultur ausgebreitet. Man nimmt an, dass die von südchinesischen Bereich ausgegangen ist über die Dirchul. Und dort hat sich dann also eine goldene Stadt in Burma gebildet oder hat dort mehr oder minder
in den Überlieferungen seinen Eingang gefunden, weil diese Stadt wurde nie gefunden. Allerdings fand man Goldplatten, große, mit einer unbekannten Schrift. Die sind jetzt, so viel ich weiß, glaube ich, ein Teil ist in Bangkok. Aber nur, das ist alles nur mehr, also sporadisch vorhanden, weil da ist viel in der Kolonialzeit, ist sehr viel verloren gegangen. Man hat auch sehr viel vernichtet dort. Es waren wunderschöne alte Tempelanlagen, die allerdings zum Großteil heute vernichtet sind. Ne? Aber was weiß man jetzt über das Mon-Volk? Ja, dieses Mon-Volk hat eine sehr hochstehende Kultur gehabt und hat sich dann also nach Süd, in den südlichen Bereich des hinterindischen Raumes ausgebreitet, und zwar bis ins heutige Thailand hinunter. Die waren ja also oben, also von Burma oder heute ist das Myanmar, weg vorhanden. Und in Burma haben sie sehr breit gefächertes Land besetzt gehabt, nicht besetzt, sie haben gewohnt dort, sie haben gelebt dort. Und sind dann über diese Bergrücken, die ja bis zu 1700 Meter hoch sein können dort, oder bis zu 2000 in Thailand an der thailändischen Grenze, das goldene Dreieck dort, da hat man dann, also ist man drüber und dann unten zur Dwaravati, in der Dwaravati-Periode in Thailand eingedrungen, durch Thailand, da hat es Kämpfe gegeben. Und man hat dort aber sich dann niedergelassen, hat sich mit dem Dwaravati-Volk mehr oder minder verbunden und ist dann, das hat sich dann langsam aufgelöst, weil vom Süden her, also aus dem malaiischen Raum, heute malaiischen Raum, hat dann eine andere Kultur, die Sriwijaya-Kultur, Einfluss genommen und hat dann eben durch Kämpfe mit den Khmer auch noch, die zusätzlich dann noch also sich eingemischt haben, die haben sich dann diese Herrschaften und die Königreiche aufgeteilt. Aber die gehen ja sehr weit zurück, die Mon. Ja, die gehen also in die vorchristlichen Epochen zurück. Ja. Also man nimmt an, also dass sie aus China stammen. Mhm. Jemand hat jetzt vorher auch die Frage gestellt, was hat Qumran mit Höhlen zu tun? Ja, Qumran, das sind ja Höhlen. Das sind sehr viele Höhlen. Wir haben also, ich denke an, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, ich möchte keine falsche Zahl nennen, aber es sind sicher an die 30 oder 40 Höhlen dort, wo solche Rollen und Überreste aus der historischen Zeit gefunden wurden. Und die Ingrid, die jetzt wirklich bald ein Mikrofon kriegt, er sagt Keramik. Ja. Das war nur eine einzige Rolle, die war eingewickelt, das war eine Kupferrolle und die anderen waren in Gefäßen natürlich verstaut, die waren abgedichtet und so konnten die Rollen natürlich den Zeitraum von mehr als 2000 Jahren überstehen. Und dieser Schatz des Captain Folly, das ist ja auch so eine typische archäologische Gruselgeschichte so quasi, ne? Ja gut, er hat in einer Höhle eben diese... War ein Sensationsfund damals. Ja, damals schon, ja. Das war wirklich, ich meine, er hat ja Goldfiguren, er hat Elfenbeinfiguren. Sind wir jetzt wieder bei den Mon? Nur damit bei den Mon-Völkern, ja, in Burma. Ja. Und dort ist dieser Schatz in einer Höhle gefunden worden, in einer Tempelhöhle, in einem Seitenraum, also der verschlossen war, ähnlich wie also bei Dunhuang beispielsweise in China. Dort ist ja das Gleiche passiert, wo also der Stein, der ungarische Forscher Sir Aurel Stein, mehr oder minder die ganzen Pergamente dort abgekauft hat einem Mönch, die der Mönch zuvor gefunden hat. Ne? Und da ist ja ganz viel verloren gegangen, also in China, in Indien, weil einfach dann teilweise die Sachen verkauft wurden oder... Ja, das ist an europäische Museen gegangen. Ja. Also man hat, das war zur Zeit der Kolonialherren,
Man hat also die Kolonialzeit genutzt, um Wertgegenstände für die eigenen Museen mehr oder minder zu, ja, an sich zu bringen. Ich wollte jetzt das Wort nicht aussprechen. Sollten nicht ständig Berichte über diese Höhlen im TV laufen, will Mimi wissen oder fragt Mimi da im Chat und ich sage, ja, eigentlich schon. Ne? Weil ja, da schon. Da gibt es ja Material für die nächsten 30 Jahre. Also. Du hast recht, ja. Wir hätten Material, aber so ein brisantes Material. Ja, ein bisschen. Ja. Gehen wir mal weiter im Text. Wieder ein bisschen nach vor, Kappadokien. Ne? Da sind wir jetzt schon 6500 Jahre, glaube ich, in der Vergangenheit. Unterirdische Anlagen und Städte, ja, haben wir also notiert. Wir haben in Kappadokien ähnliche Anlagen, wie wir es hier in Österreich haben und auch im deutschsprachigen Raum, auch in Frankreich oder in Spanien. Du meinst jetzt diese Erdstelle? Ja, nicht die Erdstelle. Okay. Es gibt ja auch bei uns also nicht nur Erdstelle, sondern auch unterirdische Anlagen. Ich nehme also ein neutrales Wort dafür. Das können Stollen sein aus jüngerer Zeit und natürlich auch aus älterer Zeit. In Kappadokien haben wir es aus dem Zeitraum ungefähr um 3000 vor Christus. Das sind die frühesten Funde, die man in diesen bei diesen unterirdischen Städten gemacht hat. Das heißt, wir haben dort, die Hethiter waren dort schon präsent, um nur ein Volk zu nennen, das diese unterirdischen Stollen genutzt hat. Wer diese Stollen erbaut hat, weiß bis heute kein Mensch. Also das wäre noch zu hinterfragen. Die Technik ist auch ebenfalls, weil die haben ja mehrere Stockwerke. In manchen dieser Städte konnten, so nimmt man an, vermutet man, bis zu 50.000 Menschen leben. Das waren riesige unterirdische Anlagen. Und sie sind es heute noch. Man kann ja reingehen, man kann sie ja anschauen. Das ist irre. Aber da sprechen wir dann wirklich von Höhlenmenschen, weil die haben dann wirklich dort gelebt, ne? Unterirdisch. Ja, aber wahrscheinlich auch nur kurze Zeit. Und warum? Ja, das ist jetzt die Frage. Weil, unter der Erde kann man nichts anbauen. Ich kann mich selbst nicht versorgen, weil die Pflanzen wachsen ja nicht unter der Erde. Also wenn ich keine künstliche Beleuchtung habe, wenn ich eine habe, dann wächst schon eine Pflanze. Aber ohne künstliche Beleuchtung, nur mit Fackeln oder Kerzen, werde ich keinen Sprössling irgendwie aus einem Samen Korn hervorbringen. Das geht nicht. Also man muss dann schon Technik einsetzen, wenn man beispielsweise unten Schnittlauch oder irgendetwas züchten möchte oder Äpfel. Oder glaubst du, das wurde eingesetzt? Also glaubst du, dass die überhaupt dort gelebt haben oder sind die dann wieder rauf zwischendurch? Also die waren sicher an der Oberfläche. Also wenn, dann waren das Schutzräume. Aber Schutz vor was? Ja, das ist ja die Frage. Hat man diese Städte gebaut, um vor einem Kataklysmen, also vor einer Überschwemmung oder irgendwas, also sicher zu sein, aber das wäre es ja auch nicht. Nein. In dem Moment, wo ich drin bin, saufe ich ja auf Deutsch gesagt ab. Überschwemmung ist ganz schlecht für unterirdische Bauten. Ja. Allerdings, wenn. Sonneneruption vielleicht. Aber, ja, vielleicht. Aber die muss ja extrem heftig sein, wenn die einer Zivilisation ohne technischen Geräte überhaupt auffällt. Ja, die verbrennen höchstens an der Oberfläche. Ja, ich meine, die muss extrem heftig sein. Ja. Mhm. Weil also uns fällt bald einmal ein Sonnensturm auf, weil unser Handy dann spinnt oder keine Ahnung was. Kommt aber auch sehr selten vor. Oder fast nie, Gott sei Dank. Aber ja, aber das wäre eigentlich, wenn man so überlegt, einer der wenigen Dinge, also dass irgendwie ein Strahlenevent da ist. Ja, es kann nur sein. Weil dann hilft es ja, wenn man. Ja. Es könnte nur sein, dass diese Teile, also diese unterirdischen Anlagen, Bereiche waren, die für etwas anderes den Zugang gebildet haben für etwas anderes. Es klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber wir kommen vielleicht im nächsten Interview drauf zurück. Ja. Also, weil da jemand andeutet, dass ich quasi dann, wenn du was
Interessantes ansprichst, dann im Text weitergehen möchte. Also an mir liegt es nicht. Also das ist eine eigenartige Annahme. Aber es gibt halt gewisse Dinge, die sind noch nicht reif, dass wir sie besprechen. Das stimmt, ja. Leider. Und man möge mir glauben, es brennt mir unter den Fingernägeln. Das ist so. Also die weiß ja nur andeutungsweise. Ja. Aber selbst das. Aber ein paar Dinge werden wir ja noch ansprechen heute in der Richtung. Dann gibt es so interessante Mähren, sage ich jetzt mal, Felsbilder, die verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen sollen. Da gibt es also Feenlegenden im Himalaya, beziehungsweise nur von manchen gesehen werden können. Das finde ich besonders toll. Also das gefällt mir sehr gut. Also nur die Auserwählten sehen dann das Felsbild. Die Chen Zhao Fu Sage, Höhle, ich weiß jetzt gar nicht, Seite 101 in einem Buch wird es beschrieben. Ist da was dran? Gibt es also Felsbilder, die mal hier, mal dort sind? Gut, das ist die... Also Wunder tut mir ja gar nichts. Also verstehe mich falsch. Nur In Asien haben wir uns zu wundern aufgehört. Es gibt dort so viele Dinge, also die wir also nur mal kopfschütteln würden. Allerdings in Asien ist vieles Realität. Und das ist das Fantastische daran. Auch diese Felsbilder, die da angesprochen werden, das hat, was ich mich erinnern kann, hat das ein chinesischer Forscher niedergeschrieben. Also diese Aufzeichnungen von Einheimischen sind das. Aufzeichnungen. Und da gibt's also mehrere solche Geschichten, die immer wieder auftauchen, interessanterweise immer gleich und dennoch also realistisch sind. Warum? Weil die Felsbilder ja dann immer wieder da sind und auch dokumentiert werden konnten in der Zwischenzeit. Wir haben in ganz Asien also Millionen, nicht, das ist keine Übertreibung, Millionen von Felsbildern. Einzelne Felsbildplätze, also die Felsbilder reichen ja vom paläolithischen, also vom altsteinzeitlichen Zeitraum bis in die historischen Zeiten. Ja. Und das Kunstverständnis der Neandertaler zum Beispiel auch, ne? Also die haben da vor 60.000 Jahren schon erstaunliche abstrakte Kunst gefertigt. Das ist ja auch jetzt erst bestätigt worden, weil man hat den Neandertaler die Felsbildkunst in Europa nicht zugetraut. Aber jetzt durch drei Untersuchungen, also in spanischen Höhlen, weiß man, dass sehr wohl die Neandertaler die Hersteller dieser Malereien waren. Aber gut, das sind wieder andere Dinge. Aber in Asien haben wir das Paläolithikum, also die Altsteinzeit. Wir haben einige Datierungen, also von Bimbetka 3, von deutschen Universitäten, wo wir da unten gearbeitet haben. Also da sind wir auf 26.000 Jahre gekommen bei den Felsbildern, vermutlich 26.000 Jahre, aber nur einzelne natürlich, nicht alle. Da darf man nicht alles in einen Topf werfen. Und man kann schon typologisch unterscheiden, ob das jetzt also historische Felsbilder sind oder ältere Felsbilder. Und es gibt dann sehr viele mysteriöse Wesen dabei, also mit drei Fingern und also eigenartige Darstellungen, also die doch zu hinterfragen sind, sagen wir so. Wie kam man sie drauf, ne? Also war das steinzeitliche Science Fiction oder was war das? Na, diese Malereien wurden so gemacht, also was die Künstler gesehen haben, haben sie an die Wand gebracht. Aber haben Sie das in der realen Welt gesehen oder waren das Traumreisen? Das ist Das ist jetzt die Frage, ja. Also. Da ist eine recht interessante Frage. Da kannst du den Gast mal fragen, was er von der Theorie hält, dass Steinmetzarbeiten nicht immer Steinmetzarbeiten waren, auf das von vorhin angesprochen, sondern ab und zu uralte betonähnliche Strukturen. Hat er sowas vielleicht schon einmal gesehen? Danke. Also, weil wir vorgesprochen haben, die hauen das raus und die hauen die daneben und da ist nichts, also
haben sie es vielleicht doch gossen oder irgendwie so, ne? Na gut, es gibt solche Strukturen, also wir kennen es, ja, wir kennen es aus Österreich. Wir haben also hier megalithische Blöcke, die ausschauen, als wenn sie gegossen wären. Aha, wo? Sage ich noch nicht. Okay. Das ist also von ja. den Dingen, die eben noch nicht reif ja, sind, auch wenn ja. das jemand im Chat so überhaupt nicht glauben kann, aber ja, stell dir vor. Wäre möglich, ne? Also aha. das wird erst untersucht jetzt. Bei den Bosnien-Pyramiden wird ja immer wieder behauptet, dass da Betonblöcke gegossen worden wären. Ja, allerdings, das wird bei der Cheops-Pyramide auch behauptet. Ja, okay. Also, weil wir müssen uns ja auch vorstellen, auch die ägyptischen Pyramiden sind sicher nicht in 20 Jahren erschaffen worden. Das sind über 2 Millionen Gesteinsblöcke, die bearbeitet werden müssen. Und jeder Gesteinsblock braucht eine gewisse Zeit, um bearbeitet zu werden. Dann man kann das parallelisieren recht gut, aber trotzdem, es ja. ist ein Wahnsinn. Ne? Man kann es dann ungefähr ausrechnen. Man muss ja dann einmal schauen, wie viel Arbeitskraft dann eigentlich drauf geht für diese Arbeiten, die ja nicht direkt produktiv sind, das heißt, die ja nicht zur Erzeugung von Weizen und Nahrungsmitteln dienen, ja, eben, damit ja. man die Arbeiter dann damit ernähren kann. Also das muss sich ja auch wirtschaftlich irgendwo ausgehen. Ne? Ja, eben, da geht es ja. nicht um Geld, aber um Ressourcen. Genau. Und die Rechnung, finde ich, macht ja keiner. Und selbst, okay, es geht sich dann irgendwie aus, aber bitte warum? Nur damit man dann einen Menschen drin begraben kann. Und du sprichst es ja oft an, auch in dem aktuellen Buch, dass also da sehr oft angenommen wird, das seien Grabstätten, aber es sehr oft eigentlich Sekundärnutzungen sind. Das sind Sekundärnutzungen. Das heißt, das war ein wunderschönes Bauwerk und irgendwann x Tausende oder Hunderte oder wie viele Jahre auch immer später hat jemand gedacht, mal schön, legen wir einen toten Opa rein. Oder so. Nein, ja, ist ja immer wieder passiert. Ne? Passiert heute ja auch noch. Ja. Denkt man nur an so unsere Grüfte auf dem Friedhof. Nein, die bauen wir aber extra. Ne? Also ja, gut, ist jetzt ja, nicht so, dass wir am Schloss begehen und die Kasematen dann irgendwelche Leute beerdigen. nein, aber, nicht. Ja. Naja. Ja. Nein, hochspannend. Und man möge ruhig zwischen den Zeilen lesen hier. Also diese Felsbier, die verschwinden, ich meine, nur noch kurz, da waren wir ja ursprünglich, gibt es da glaubhafte Anzeichen, dass tatsächlich solche Felsbier existieren? Ja schon, sie sind ja auch, also gerade in China und in Tibet wurden sie ja dann dokumentiert. Man hat also mehrere Expeditionen hingeschickt und man ist dann drauf gekommen, dass sehr wohl diese Felsbilder vorhanden sind. Warum? Aber hat man da auch festgestellt, bei der ersten Expedition waren sie am Ort A und bei der zweiten Expedition war an Ort A nichts mehr und an Ort B das identische Felsbild. Gibt es sowas, das dokumentiert wurde? Sowas nicht. Schade. Das sind Überlieferungen aus der einheimischen Bevölkerung, ja. die also auch ihre Fantasien hineininterpretieren. Ja, natürlich. Aber deshalb die Frage, ja, ist das irgendwie, kann man das ein bisschen konkretisieren? Oder? Aber dem Moment, wo die sagen, also da war ein Felsbild und heute ist es nicht mehr, kann man sicher sein, dass wenn man hingeht, dass dann doch ein Felsbild dort ist. Oder Felsbilder. Meistens sind es ja Gruppen von Felsbildern, ja. zwischen 30, 50 oder 100 Felsbildern, ne? Je nachdem. Um noch ein bisschen bei den Felsbildern zu bleiben, das macht ja auch einen Riesenteil des Buches aus, sehr viele Aufnahmen davon. Viele Felsbilder Asiens sollen ja auf Anleitung von Dämonen entstanden sein. Da gibt es also auch so geometrische Figuren, die auch abgebildet sind. Zum Beispiel auf Seite 94, falls jemand sich dieses Buch einmal kauft und die Sendung jetzt gerade hört, in der Aufzeichnung kann er da mal nachschauen. Und man weiß nicht, was sind das für geometrische Figuren, was bedeutet das, wie kamen die da drauf? Ja? Und dann natürlich Drachen, Riesen und Dämonen, aber das lassen wir das vielleicht noch jetzt als zweite Frage, aber jetzt diese Felsbilder, wo also in der Überlieferung gesagt wird, dass sie von Dämonen geschaffen worden wären und die dann Dinge zeigen, auf die man sich so überhaupt keinen Reim machen kann. Ja. Waren das Mathematik-Freak-Dämonen oder was? Also die Frage, die du jetzt gestellt hast, wurde 1912 von einem Franzosen beantwortet,
der also bei dem Gypsy-Dorf Kopani im Fangna-Delta in Südindien, Südthailand, also dort die Bevölkerung gefragt hat, woher die Malereien am Khao Kien, das heißt Berg der Malereien, also Khao ist der Berg und Kien heißt Malerei, am Khao Kien sind in Lösungsunterschneidungen so ungefähr 4 Meter über dem Meeresspiegel heute, weil diese Mogoten, diese Karsttürme stehen im Meerwasser und darüber sind also in diesen Lösungsunterschneidungen Bilder reingezeichnet worden. Und zwar mit roter Farbe und man hat also dort Darstellungen, die zeigen also recht eigenartige, ein Wesen, das ausschaut fast wie ein militärisches, ja da sind die Bilder. Ja, ja. Wir haben ja beide das Buch da vor uns liegen. Also das eine ist geometrisch, das ist das. Ja. Und das zweite schaut aus wie ein Krieger irgendwie. Oder? Aber völlig abstrakte Figuren und dann also auf unerklärlich. Auf Abbildung 119 kann ich mir eigentlich überhaupt keinen reinmachen. Es schaut irgendwo technisch aus. Ich habe da noch ein paar andere, weil ich Mathematik-Freak meinte, auch ein paar ganz abstrakte Sachen in Erinnerung. Weiß jetzt nicht, wo die sind. Aber ja, es ist... Ist unerklärlich, ich weiß, ja. Und schon 1912 wurde mehr oder minder belegt durch die Publikation, dass die Leute gesagt haben, diese Zeichnungen wurden auf Anweisung eines Dämons an diese Felsen gemalt. Weiß man, welcher Dämon diese Anweisungen gab? Nein, das sind Überlieferungen wieder. Aha. Ein kunstbesessener Dämon vielleicht. Ja, wer weiß. Dann die Sateri Cave und die Nagas, da gibt es dann also sogar heute noch unbekannte Volk, also wir springen da jetzt ein bisschen durch Asien durch die Gegend, es gibt also sogar heute noch unbekannte Volksstämme in Indien, also indigene Völker, ja. Die dort heute noch leben, aber keinen Kontakt zu das Europäern je hatten. Überhaupt auch zur indischen Bevölkerung nicht, also weil die Wildhüter, die dort in diesen riesigen Gebieten sind, also dieser Nationalpark, wo wir da mehrmals 3 Jahre lang geforscht haben, der ist ja so groß wie die Steiermark. Das ist nur ein Nationalpark. Und da darf niemand rein, da leben, also heute sind 40 Tiger dort und Panther und was ich weiß, also Wildtiere laufen dort herum. Es gibt nur 2 Dörfer, in einem Gebiet so groß wie die Steiermark ist, das muss man sich vorstellen, nicht mehr. Und den Eingang, den schwer bewachten Eingang. Manche sagen, der Steiermark gibt es auch nicht mehr. Aber ja. Graz und Leroma. Nein. Ja. Aber das ist eben das Spannende dabei. Und die Wildhüter sagen dann, also oder die auch die Dorfbewohner sagen dann, also sie können keinen Kontakt zu diesen. Die wollen auch keinen. Die wollen keinen Kontakt. Sie wissen nur, dass die Nagas aus dem Erdinnern heraufkommen und sich nackt dort in der Sonne hinlegen. Also die wohnen? Die wohnen im Erdinnern, laut Überlieferung dieser Leute. Aha. Die werden Nagas genannt, also Schlangenmenschen. Wahnsinn. Also ich weiß nicht. Also die kommen rauf, tanken Sonne und dann verschwinden sie. Und sind wieder unten. Wahnsinn. Also so die Überlieferung. Das ist nicht von mir erfunden. Ja, nein. Ja. Würde ich dir nie unterstellen. Aber auch heute soll es die noch geben. Soll heute noch das Ganze sich so abspielen. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja. Nein, das ist schon schräg. Ja? Also vor allem, was ja ein bisschen, ja gut, ich finde es eigentlich aber auch sehr okay, dass man die auch lässt. Ja? Also dass man die jetzt nicht da irgendwie... Ja schon, ja. Wir haben ja also... Aber man betreibt ja auch Handel mit denen. Ich glaube, das beschreibt ja, sich. Ja. Also Leute legen dann irgendwas hin. Die Jäger legen was hin. Und dann kriegen sie was anderes. Geholt und es liegt dann was anderes dort. Ne? Entweder er legt das Wild oder irgendetwas liegt dann dort. Also das ist ein Tauschhandel, findet statt. Absolut faszinierend. Aber kommen wir jetzt zu einem anderen ganz großen Komplex, buchstäblich, nämlich die Megalithkomplexe weltweit. Ja? Also mega groß, Lithius, glaube ich, oder Litus. Stein. Der Stein auf Lateinisch. Ja. Megalith, große Steine.
Die Technik, wie diese bearbeitet wurden, wir haben es eher schon ein bisschen angesprochen, ist völlig unklar, weil da gibt es zum Beispiel, da liegt in Baalbek ein Monolith, 1600 Meter, also 1650 Tonnen schwer. Man kennt ja die Dichte, man kennt die Ausmaße, also kann man das Gewicht ausrechnen. Ja, und was machen die mit dem dann vor 4000, oder wann ist Baalbek? Ich meine, wann ist die Unterlage von Baalbek? Weil das, was man dann draufgebaut hat, Das war römisch, so 2000 Jahre oder so. Aber Baalbek steht ja auf einem Plateau und da sind Megalithblöcke drinnen mit tausenden Tonnen Gewicht. Ja. Wer zum Henker hat die denn dorthin geschleppt und wie? Ja, das wissen auch die Archäologen unten nicht. Also wir haben ja Gott sei Dank das Glück gehabt, unten unterwegs also uns das anschauen zu können. Und das ist schon gewaltig, wenn man diese Steine sieht und auf den Steinen dann spazieren geht und das einmal anschaut. Wie war man in der Lage, solche 20 Meter langen Steine zu transportieren ohne Straßen? Ja. Weil, um das geht's ja. Weiß man, dass das keine Straßen gegeben hat? Ich meine, ja, aber die Straßen müssten halt noch da sein, weil Römerstraßen sind halt noch da. Ja. Ja, ja gut, aber selbst wenn sie Straßen gehabt hätten, schön, ja, und? Ja, aber ich gebe dir jetzt nur ein Beispiel aus China. Ja. Da haben wir ja in den einem Steinbruch einen Stein, der über 30 Meter lang ist, 12,60 Meter hoch und 16,5 Meter breit. Bearbeitet, eindeutig. Bearbeitet, steht auf, unten ist er frei, steht nur mal auf Stein, wie sagt man, Sockeln. Ja. Und wiegt ausgerechnet über 16.000 Tonnen. Ist man sich da sicher? Ich meine, kann es vielleicht sein, dass der innen hohl ist? Na, der ist nicht davon, hohl. Wie soll das dann gehen? Aber ich meine, der wiegt wirklich 16.000 Tonnen. Ja, ja, man hat bewegt vor. Nein, nicht bewegt, der ist noch, im Steinbruch ist er noch fest verankert. Okay. Nur die Frage ist, wie hätte man diesen Stein jemals dort herausholen können? Es gibt dann noch zwei vielleicht war es ein größenwahnsinniger Steinmetz und dann irgendwann ist er gestorben und alle haben sich gedacht, ja, nein, das wäre eh nicht gegangen. Naja, gut. Aber. Das ist jetzt eine blöde Theorie. Nein, aber, ja. Ja, aber wir haben sehr viele solche Großsteine, ja. Speziell, also wir haben es auf den Sunda-Inseln ja ebenso. Wir kennen also solche Steinsetzungen von Sumatra, wir kennen es von Java, wir kennen es von Bali, wir kennen es, Lombok haben wir nichts gehabt. Aber Sumbawa kennen wir, also da gibt's ganz tolle Steinsetzungen. Also das ist alles voll mit Großsteinbauten, also wo Dolmen da sind, wo auf Sulawesi beispielsweise haben wir oben in Bada, beim Possosee, bei Bada haben wir also Steinfiguren, die gleich ausschauen wie auf der Osterinsel. Kein ja. Mensch weiß, wie alt die sind dort. Ja. Es gibt also weit über 100 solcher Überreste einer Megalithkultur, auch große Steintöpfe mit Deckeln. Also die sind so 3 Meter im Durchmesser und haben Steindeckel mit Figuren drauf. Also Teile, die man eigentlich, von denen man nichts hört und nichts sieht. Auch in den Geschichtsbüchern nicht. Nein, aber es stellt ja niemand die Frage im Geschichtsbuch, wie man jetzt diese Dinger bewegt hat, warum und so weiter. Ne? Das ja, wir haben in Indien auch also tonnenschwere Dolmen, also die dort sind, das sind Tausende auf den Berganhöhen. Oben gibt es also diese Steinsetzungen, wunderschöne Sachen und ganze Totenstädte gibt es dort an den Abhängen. Ne? Also Gewicht dieser Monolithen bis zu 10.000 Tonnen. Ich nehme mal an, schreibst du da, glaube ich, an einer anderen Stelle, weiß jetzt nicht, ob das Monolithen sind, die auch bewegt wurden mit oder nachweislich bewegt wurden mit bis zu 10.000 Tonnen. Ja, die 16.000 Tonnen, die liegen noch in situ, also im Steinbruch zum Abtransport bereit. Aber man weiß in Baalbek, also mehrere Tausend, also da sind sie 1.600 Tonnen und so weiter. Ja, da sind sie transportiert worden. Die Frage, wie hat man die jetzt wirklich bewegt? Wie würde man das heute angehen?
mit Baumstämmen rollen, ja, irgendwie, also das, es ist wirklich, das, selbst wenn es Straßen gäbe, ist, ich weiß nicht, ob das... Baumstamm kann man insofern vergessen, weil die Rollen müssten alle gleichmäßig sein. Ja, oder weil wenn sie nicht gleichmäßig sind, das Gewicht allein würde den unregelmäßigen Baumstamm sofort zermalmen, zerdrücken. Ja, ja, genau. Ja. Man könnte mal sagen, ja gut, vielleicht mit Granitrollen. Ich weiß nicht, ich fantasiere jetzt auf, mal. Ja. Ja, du bist gar nicht so weit weg, weil auf Malta beispielsweise haben Archäologen, nicht wir, festgestellt, das waren Archäologen, dass diese großen Steine auf Malta auf Steinrollen transportiert worden sind. Nur, ja, es ist auch so eine Frage, da müssten auch alle Rollen gleich sein, weil der Moment, wo eine nur einen Zentimeter kleineren Durchmesser hat, wird das Ganze schief und das Ganze rutscht dann weg. Also, ja gut, ist nicht undenkbar, ne? aber dennoch, die Frage, die du da stellst, auch im Buch, ist natürlich, finde ich, sehr berechtigt. Was stimmt da nicht mit unserer Vergangenheit? Ne? Irgendwo, ja, die ganze Rechnung, sie geht sich halt nicht so ganz aus. Dann gibt es halt auch diese ganzen Kammern, die also oft nur ein, oder diese ganzen Megalithbauten, die Innenräume haben, ähnlich wie jetzt die, und ich habe das im eigenen Leib erfahren dürfen, die Erdstelle hier, oft nur 1 Meter, 1,20 Meter hoch. Stimmt, ja. Ja, warum denn? Denn wenn ich mir schon die Mühe mache, baue ich es besser, dass ich wirklich stehen kann drinnen. Ne? Ja, ja. Und dann gibt es eben Zwergrassen, auch zum Beispiel auf Grenzwissenschaft aktuell, übrigens eine Meldung. Aber du beschreibst Zwergrassen, die auf Flores und Palau, glaube ich, entdeckt wurden, die ungefähr diese Größe offenbar hatten. 1 Meter, 1,20 Meter. Gibt es noch eine ganz seltsame Geschichte von einem Herrn Dr. Darrow von 1977, vielleicht kommen wir auf das später auch noch. Aber eben, also die Frage ist eben, ist es tatsächlich so, dass, wie zum Beispiel, glaube ich, in China gesagt wird, dass Zwerge oder ein Zwergvolk diese Megalithbauten erschaffen hätte? Naja, also ich weiß es nicht. Also ohne Technik wäre ein so etwas unmöglich. Ja, ich meine, es ist wurscht, ob man jetzt 1,80 Meter oder 1,20 Meter hoch ist. Die 1600 Tonnen sind immer eine Herausforderung und so weiter. Ja, vor allem, wenn man es dann auch heben muss und so weiter. Oft werden die ja dann auch, also vielleicht nicht so schwere Steine, aber doch auch hunderte Tonnen schwere Steine gehoben. Und ne? Ja, sicher. Gibt's ja auch. Und dann natürlich, die Frage kam auch schon im Chat und jetzt kommen wir endlich dazu. Göbekli Tepe ist ja auch ganz viel durch die Medien gegangen, also jetzt Ancient Aliens will ich jetzt gar nicht erwähnen. Ja. Und nicht immer hilfreich, also ich habe jetzt schon ewig diese Serie nicht mehr geschaut, aber abgesehen davon dort natürlich auch, aber dort ist man immerhin offiziell jetzt schon bei 11.500 Jahren. Kannst du ein bisschen erzählen? Ja. Göbekli Tepe auch in der Südosttürkei? In der Südosttürkei, also, ja. Selbes genau. Gebiet wie, also auch in Kappadokien? Nein, der Kappadokien liegt weiter westlich. Okay. Ja, also das ist ein Hügel gewesen früher mal. Göbekli Tepe. War ein Hügel. Ja. Und Dr. Schneider hat, also ein deutscher Archäologe, hat sich dort umgesehen und hat also diese Pfeiler, die dort im Boden, also mit Steinen mehr oder minder zugeschüttet waren, freizulegen angefangen und hat dann jahrelang Expeditionen ausgerichtet. Heute könnte er das gar nicht mehr und hat das freigelegt. Und bei der Untersuchung dieser Anlage, die ja diese Steinstelen, die haben wir auch im Mittelmeerraum, das ist nicht nur dort, die gleichen Stelen, die wir also im Göbekli Tepe oder Ost-Göbekli Tepe kennen, gibt es auch im Mittelmeerraum, also ziemlich viele sogar. Also es gab eine Megalithkultur in Europa, die über 11.000 Jahre alt ist und wahrscheinlich
haben wir also in Österreich, in Deutschland, überall, auch im gesamteuropäischen Raum, Megalithbereiche, die älter sind. Also wir haben ja viele Datierungen, die liegen also bei den französischen Dolmenkammern durch die Bestattungen, die dort drin waren, bei 7200 Meter und Meter, also Jahre. Und da müssen wir eben aufpassen, wie wir überhaupt die Alter bestimmen können. Wir haben ja Datierungen gemacht bei uns. Also da sind wir ab 10.000 aufwärts bis 24.000 in etwa, können wir das also bisher belegen hier in Österreich. Glaubst du, dass das hier begonnen hat, im europäischen Raum und dann Richtung Osten gewandert ist? Nein, ich würde sagen, wenn, dann war das eine Entwicklung, die weltweit auf allen Kontinenten stattgefunden hat. Eine globale Kultur, die Megalithbauten auf der ganzen Erde hinterlassen hat? Wir kennen es aus Australien, wir kennen es aus Südamerika, wir kennen es aus Nordamerika, wir haben aus Afrika, Simbabwe beispielsweise unten. Also da können wir schon also sehr viel, auch Ägypten wäre ja auch, wir haben in Ägypten Megalithbauten, ganz gewaltige, vor der Sphinx. Ja. Der Tempel ist gewaltig. Ja. Das sind Megalithbauten. Was ja den wenigsten noch bekannt ist, ich meine von Gizeh, wenn man über Gizeh spricht, spricht man über die Cheops-Pyramide und die anderen zwei Pyramiden, da weiß man schon gar nicht mehr den Namen, und die Sphinx, aber wenn man einmal wirklich dort ist und so wie ich, ein bisschen wahnsinnig und ein bisschen herumspaziert, das ist eine riesige Anlage. Das ist voll von Wänden, die nahtlos aneinander gefügt sind, unterirdischen Anlagen. Also als ich da 2000 war, konnte man noch herumrennen dort, wie man wollte. Inzwischen geht das alles nicht mehr. Inzwischen ist eine Mauer drumherum. Also das ist alles viel restriktiver. Ich habe da eigentlich recht tolle Fotos geschossen. Es gibt Spuren an der Sphinx, aber auch an der Cheops-Pyramide, die eigentlich so aussehen, als wäre das Ding im Wasser gestanden über Jahre, ne? Wo man keine Ahnung hat, ja wann, da gibt es ja den Forscher, mir entfällt es. Schoch. Ja, da gibt es auch noch einen anderen, der die Sphinx datiert hat und der aufgrund dieser Wasserspuren, dieser Erosionsspuren, die Sphinx so auf die 12.000 Jahre zurückdatiert hat, weil nur so genügend Regen und so weiter gefallen ist. Dann gibt es Aufnahmen. Dann gibt es Interpretationen, Überlieferungen, das weiß ich jetzt nicht, ich habe das nicht selber gelesen, das Zeug von Plato, wo berichtet wird, dass dort das überhaupt mit Wasser umgeben war vor keine Ahnung wie viel. Also es ist viele Fragezeichen gibt es. Also allein schon in Gizeh, auch recht interessant, du schreibst auch in deinem Buch, in China sein und oder auch anderswo, die ältesten Monumentalbauten sind die am präzisesten gearbeiteten. Das ist richtig. Und das ist genauso in Gizeh. Ja? Also die ältesten Pyramiden, Cheops und Chefren, die sind atemberaubend in ihrer Präzision. Dann gibt es ein paar neuere, die sind dann eher so Cumulus. So jämmerlicher Steinhaufen eigentlich im Vergleich dazu, muss man jetzt sagen. Ne? Das ist ja völlig unlogisch. Ich meine, wenn wir jetzt da und du hast jetzt diese globale Kultur angesprochen, ja. Ich glaube, das ist eigentlich des Pudels Kern, sagen wir uns, oder? Naja, es müsste eine Kultur gewesen sein, ob es jetzt Menschen waren, oder weiß ich nicht, wer. Es müssen Wesen oder Menschen gewesen sein, die unter Umständen wirklich eine Technik gekannt haben. Wann hatte diese Kultur deiner Meinung nach ihre Blüte? Ja, ich meine, wenn man spekulieren jetzt, okay, wir spekulieren. Das ist reine Spekulation, ja, natürlich. Also das darf man nicht ernst nehmen. Aber im Grunde genommen
kann es sein, dass es wirklich von 10.000 vor heute aufwärts geht, also in die Vergangenheit hinein. Wie weit, wissen wir nicht. 40, 50, 100.000. Das ist alles möglich. Und du sagst, du bist ja nicht sicher, ob das Menschen waren? Wieso? Ja, wegen dieser Überlieferung der kleinwüchsigen Wesen, die da... Ja, es gibt immer unterschiedliche Bereiche, also die von den Einheimischen angesprochen werden. Oder auch, denkt man nur, also jetzt nur mal an die Toraja mit ihren Puang Matur. Also das sind Bereiche, also wo wir dann in einen Teil hineinkommen. Also die gibt's. Wir haben Überlieferungen aus Thailand, wir haben Überlieferungen aus China, wir haben Überlieferungen aus Japan. In Japan haben wir wunderschöne Megalithbauten, also ganz riesige. Also ja, und auch dort, unter Wasser. Ja, und dort wird also von Riesen gesprochen, oft. Ja. Also das wird in den Legenden immer wiederholt. Ich meine, wir haben ja auch in der Steiermark hier Legenden, wir haben an die 10 oder 20 also Überlieferungen von Riesensagen, die wir da in der Steiermark haben. Obwohl also in der Steiermark ja kein Riese normalerweise vorhanden ist. Naja, letztens habe ich einen Gast gehabt, der hieß Riese, aber ja. War jetzt auch nicht viel größer als ich. Wir haben ja vorher auch bei den Facebildern gibt es ja auch immer wieder die Themen Drachen, Riesen, Dämonen. Genau. Riesen, das ist ja auch so ein Thema, also mit Klaus Dohner auch immer wieder besprochen. Der hat sich da ziemlich reingebohrt in diese Sagen, Mythen und so weiter. Dann tauchen regelmäßig im Netz Bilder auf, wo irgendwie ein Skelett, wo so der Oberschenkelknochen 2 Meter groß ist, wo man dann extrapolieren kann, okay, das ist irgendwie so 8 Meter, 10 Meter, 20 Meter, keine Ahnung, da gibt es nach oben hin so ähnlich wie in der Zeit zurück, gibt es noch die Größe der Riesen scheint auch. Ist es, was kann man da davon halten, deiner Meinung nach? Ich meine, wo steht man da mit den Riesen? Gab es die wirklich? War das eine Wunschvorstellung? War das ein Märchen, das wir den Kindern erzählt haben? Sei brav, sonst kommt der Riese und verschleppt dich in die Höhle? Na gut, also Riesenskelette hat man ja gefunden, offiziell. Die sind Teile aber. Also auch ganze Skelette. Wirklich? In Amerika, in Nordamerika. Smithsonian Institut hat ja Ausgrabungen bei den Hügeln gemacht, also bei diesen, wie heißen die schnell? Da gibt es ja auch diese Scharbilder auf diesen Hügeln. Und da hat man drei Hügel hat man freigelegt. Und hat eben Riesenskelette gefunden. In Nordamerika meinst du jetzt? In Nordamerika, okay. Ja. Und diese Skelette, die hatten ja nur eine Höhe von 2,30 Meter, glaube ich. Ja, okay, etwa. Das ist aber, das gibt es jetzt auch 2 Meter. Gibt's. Also das beeindruckt mich nicht. Ja. Ich rede jetzt wirklich so von 7 Meter. Die meine ich, Riesen. Keine Ahnung, ob es die gibt. So wie bei Herr der Ringe, verstehst du? Riesen. Riesen. Aber man sollte von vornherein einmal nichts ausschließen. Ich habe letztens jemanden in Graz gesehen, offenbar Afrikaner, der war 2,40 Meter groß. Das hat so absurd ausgesehen. Der ist dann neben jemandem gestanden noch dazu, der war mit jemandem unterwegs, der war vielleicht so 1,60, 1,70. Mhm. Der war zweimal so groß fast wie der. Es war so irre. Ja? Also, und es gibt immer wieder großwüchsige Menschen. Die meine ich aber nicht. Ja, ja. Ich meine wirklich die Riesen. Also, sagen wir mal 3 Meter aufwärts. Ja, Überlieferungen gibt es genug. Also weltweit. Aber Skelett, zum Beispiel, ich glaube mich zu erinnern, dass Klaus von einem Oberschenkelknochen gesprochen hat, den man da mal gefunden haben will. Der muss jetzt so im Konjunktiv sagen, weil ich weiß es ja nicht jetzt. Aber hast du von dem einmal gehört, der, wenn man das wieder extrapoliert, auch auf, glaube ich, 7 Meter hindeutet? Ja, also so diese, es ist schwierig, glaube ich. Ja. Es ist immens schwierig, also da überhaupt eine konkrete Aussage machen zu können. Warum? Weil wir wissen nichts darüber im Moment. Wir haben die Sagen, wir haben die Überlieferungen, mehr kennen wir nicht.
Und alles, was da rein interpretiert wird, oder es gibt sicher genug Fake-Fotos im Internet, ja, also die darauf hinweisen, dass es irgendwelche Riesen bei archäologischen Ausgrabungen gibt. Ja. Ich weiß nicht, also man muss da sehr vorsichtig sein. Vielleicht waren es dann manche richtige Fotos und die werden dann als Fake-Fotos bezeichnet. Ich meine, es ist ja, ich halte alles für möglich, aber... Es ist schwer zum Sagen, also ich traue mir da keine Aussage zu. Allerdings also wissen wir, dass es diese Hinweise auf die Riesen in Asien wirklich sehr, sehr häufig gibt. Ja, aber die Frage ist, ist es eine Allegorie, ist es eine Metapher, waren das einfach nur sehr wichtige Menschen oder waren die wirklich riesig? Ne? Ja, das ist die Frage jetzt. Ja, es gibt also bei diesen Steinbrüchen in China beispielsweise gibt Stiegen, die haben eine Höhe von, also die Stufenhöhe ist 0,7 Meter. Also ja, vielleicht waren es keine Stiegen, sondern Sitzreihen. Ja, so aber dann würde es an der Wand nicht emporführen. Also das heißt... Ich weiß nicht, nein, okay. Ja, ich meine, wäre unlogisch, dass man sich so Schwierigkeiten macht, dass man dann in diese Hallen hinuntergeht über solche Stiegen, die nicht begehbar sind für den Menschen. Ne? Ja. Aber nur da was abzuleiten. Es ist kein Beweis für einen Riesen, ne? Nein, das ist höchstens vielleicht nur, oh gut, ja, könnte sein. Für einen Riesen ist es eine Stiege, ne? Für einen 7 Meter. Ja, man kann viel reininterpretieren, aber es sagt nichts. Ja. Na, weiß ich gar nicht, vielleicht sollte man eh froh sein, dass es vielleicht sie doch nicht gegeben hat. Aber die meisten sind ja die Riesen eigentlich sehr gutmütig, außer man ärgert sie dann. Ja, also da gibt es eben auch diese indische Sage, also von den Riesen jetzt wieder zu den Kleinen. Also da gab es jetzt auch, heute kam ein, ist auch in den News verlinkt, auf Grenzwissenschaft aktuell, und zwar fossile Überreste einer bislang unbekannten Frühmenschenart auf den Philippinen hat man entdeckt, die vor mehr als 50.000 Jahren auf der Insel Luzon gelebt haben sollen und offenbar von kleiner Statur war. Wie klein, weiß man derzeit aber nicht. Ja, man hat nur Zähne gefunden. Sehr kleine Zähne, ja. Und von Zähnen kann man keine Körpergröße ableiten. Aber man hat ja auf diesen ganzen Inseln dort, also nicht nur auf den Philippinen, auch im indonesischen Raum, also haben wir überall diese Zwergmenschenfunde. Ja. Und Göbekli Tepe jetzt, um das vielleicht noch kurz abzuklären. Und natürlich, ja, also Skype-Leitung ist offen. Das heißt, wenn jemand jetzt irgendwie der Meinung ist, dass ich eine ganz wichtige Frage nicht stelle oder einfach mal selber mit Dr. Heinrich Kusch sprechen möchte, einfach anrufen und er ist on air. So schnell kann er gar nicht schauen. Bitte vorher halt schauen, dass... Also auf jeden Fall den Player ausdrehen, oder Sie, kann gar nicht so schnell schauen, also bitte, natürlich. Auf jeden Fall den Player ausschalten, wenn man anruft, und vielleicht vorher kurz einen Soundcheck machen oder zumindest schauen, dass Mikro halbwegs funktioniert und so. Und am allerwichtigsten ist eben, den Player auszuschalten. Ansonsten einfach auf der Startseite, wo jetzt der Ankündertext ist, da findet man ein Skype-Icon, auf das braucht man nur draufklicken, natürlich muss man Skype installiert haben und freuen uns natürlich über Fragen. Genau, also das haben wir schon besprochen, also diese Anomalie, sage ich mal, dass die ältesten Bauwerke, die am besten gearbeiteten sind, stärkt eigentlich die Theorie, dass es da eine Hochkultur gab, eine technologisierte Hochkultur, die vor 10.000 Jahren aufwärts existierte, dann aus irgendeinem Grund verschwand. Das würde auch ganz wunderbar mit Atlantis von Plato zusammenpassen, wenn man jetzt annimmt, dass er da nicht ein Märchenonkel war, sondern tatsächlich, wie er ja selbst sagt, Aufzeichnungen, die ihn ja auch von ägyptischen Weisen, Lehrern, keine Ahnung, übermittelt wurden, festgehalten hat, wenn man jetzt davon ausgeht, was ich eigentlich wahrscheinlicher finde, dann würde das ja auch wunderbar dazu passen. Ne? Und dann könnte man plötzlich auch Sinn in Platos Schriften sehen, außer Märchenonkel. Was er eigentlich nicht war, ne? Na sicher nicht. Ne? Sicher nicht, eben. Und deswegen ist ja einer der
ganz, ganz interessanten Dinge. Und du grinst mir da jetzt an. Schau, dass man das nicht. Das ist, da ist jetzt. Schau, dass man da nicht den, im Radio sieht. Aber es ist. Ja. Was soll ich machen? Kommt Zeit, kommt neue Sendung. Genau, dann. Die Höhlenkomplex von Elora haben wir jetzt alles schon besprochen. Also wie gesagt, wie auch schon eine Hörerin im Chat gesagt hat, man könnte die nächsten 30 Jahre über Höhlen und Höhlenbauten berichten. Und Göbekli Tepe, das sind vor allem unterirdische Anlagen auch? Und das sind, nein, aha, nein. Okay, die sind überirdisch. Das waren Bauten, also auf einem Hügel angelegt. Wie ordnet man das? Das denn jetzt ein in der Archäologie? Also ich habe ja noch gelernt in der Schule 6000 Jahre, Ägypten, Sumera, Babylon, beziehungsweise davor noch, und davor war irgendwie Steinzeit. Jetzt sind wir auf einmal bei 11.500 Jahre. Ja. Hat das nicht eine Revolution in der Archäologie ausgelöst? Schon, also wir haben jetzt schon sehr viele neue Daten, auch Datierungen, die, also wie soll ich sagen, die Kulturräume erweitern und älter machen zum Teil. Also die Kulturen selbst auch älter machen. Ja. Weil wir haben ja das alte Schema, da hat er eben, also das war eben fangen wir mit den vorchristlichen Dingern an, das waren die Kelten, dann haben wir die Kupferzeit gehabt, die Bronzezeit. Oder die Bronzezeit zuerst, dann die Kupferzeit, weil das Kupfer war ja früher. Und dann haben wir eben die Jungsteinzeit, die mittlere Steinzeit und die Altsteinzeit. Und da sind wir in der jüngeren Altsteinzeit, also mit 11.500, sind wir gerade zum Übergang zwischen der mittleren und der älteren Steinzeit. Wobei also das derzeit noch offen bleibt alles, weil es gibt weltweit keine flächendeckende Datierung. Also das gibt es noch nicht. Es sind nur Einzeldatierungen, die bis jetzt durchgeführt worden sind. Allerdings müsste man einmal drangehen, also alle alten Steinbauten, die Oberflächen zu datieren. Dann könnte man genauere Daten bringen. Weil man kann das Bearbeitungsalter eines Steines kann man datieren. Aber eine Sphinx, die vielleicht doch 10.000 Jahre alt ist, scheint ja jetzt nicht mehr so komplett unmöglich als noch vor ein paar Jahren, oder? Naja, ich kann darüber nichts sagen. Ich kann nur sagen, natürlich alles ist möglich. Ja, okay, ja. Aber man kann ja, oder es ist zumindest weniger absurd, ja, als noch vor Göbekli Tepe. Ja, vielleicht, ja. Na, also, doch, ich finde, das kann man schon sagen, finde ich. Okay, aber du musst nicht. Ne? Eine interessante Frage im Chat, die mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Wir sprechen jetzt doch schon fast 2 Stunden, aber ein bisschen werden wir heute überziehen, weil wer weiß, wann ich das nächste Mal vor die Kamera kriege. Frag doch mal den Gast, was für ihn das Kurioseste war, was er bis jetzt gesehen hat. Und in diesem Buch, für mich das Kurioseste war, du weißt sicher, auf was ich jetzt hinaus will, das war, finde ich, die Darstellung einer brennenden Stadt, also die brennende Stadt, das ist ja wieder ein eigenes Kapitel, aber Vimanas, Flugscheiben, zumindest schaut es halt so aus, es sieht aus wie, ja, man muss es einfach sagen, es schaut aus wie irgendwie so ein UFO halt. Auf Seite 169, 170. Ja, also schon ein bisschen antik, aber doch eigentlich so die klassische Form mit so Strahlen, die davon weggehen. Und darunter soll man eine brennende Stadt sehen. Das stimmt. Das war in China, oder? Das war in China, ja. Die brennende Stadt. Der Kloster war das. Am Rande, also einer Wüste, der Gobi. Und dort sind also schon Anfang des 19. Jahrhunderts hat man dort also Fresken herausgeschnitten, die heute also in Museen, in deutschen und in europäischen Museen zu sehen sind.
Und da hat es also mehrere große, das sind riesige Fresken, also die so 3-4 Meter hoch sind, an den Wänden gemalt. Und da war ein Fresko, ein riesiges, wo das zeigte eine brennende Stadt, also eine Stadt mit einer Abmauerung, also mit einer Schutzmauer. Weiß man, welche Stadt das sein soll? Nein, das ist nichts, also im Chinesisch dabei gestanden. Gibt's ja nicht mehr, ne? Ja. Ist ja zerstört worden. Ist zerstört, ja. Man sieht also Menschen, die aus den Stadttoren herausströmen, und dahinter sieht man also die Stadt brennen, und oberhalb, also am Firmament, sind, ja, ich kann nur sagen, Flugscheiben. Ja, also ich habe es jetzt gerade vor mir liegen, nämlich sogar ein bisschen räumlich dargestellt, so ein bisschen gekippt. Es schaut erstaunlich aus, finde ich. Ja. Und man braucht nicht viel Fantasie. Und dann unter einer dieser zumindest sieht man so eine Rauchschwade. Feuerstrahl oder irgend sowas. Können wir interpretieren als Feuerstrahl. Und unten brennt sie jedenfalls. Also, ja, wahrscheinlich. Und die Stadt selbst durftet ihr nicht fotografieren. Ja, also warum das nicht? Erste, diese Figuren, die ja übermalt worden sind, man sieht ja auch hier, dass da ganz andere Gesichter auf diesen Figuren waren, auf diesen Wesen, die da dargestellt sind. Sieht man da jetzt die übermalte Version oder ist das die freigelegte Version? Nein, das ist die übermalte Version. Das ist die übermalte Version. Und man sieht aber bei der übermalten Version dahinter ganz andere Bereiche, also bei den Augen, bei der Stirn, da sieht man eigentlich ganz eigen dargestellte Gesichtspartien, die nicht mit den chinesischen, mit der chinesischen Malerei zusammenpassen. Sehe ich jetzt, ich kann es mir jetzt, was du sagst, vorstellen, aber springt mir jetzt nicht ins Auge, sagen wir so. Aber wie sehen die aus? Was deutet sich da an? Keine Ahnung, also es könnte sein, dass dort Wesen dargestellt wurden, wie der Künstler sie gesehen hat, aber wir wissen es nicht. Also man soll ja nichts reininterpretieren. Tatsache ist, dass diese Darstellungen da sind, und Tatsache war auch dort, dass mir der Fotoapparat, also wie ich die brennende Stadt fotografieren wollte, aus der Hand gerissen wurde. Weil wir haben zwei Wächter dort gehabt, in schwarzen Anzügen, die von der Regierung dort waren. In schwarzen Anzügen, ja, ausgerechnet. Ja, die haben tatsächlich schwarze Anzüge gehabt. Ne? Das ist ja super. Und, okay. Ja, und ich, haben Sie aber keine Sonnenbrille, oder? Nein. Okay. Nein. Aber das war so, ist ja ein buddhistisches Kloster, ein altes, und trotzdem waren keine Mönche dort. Ja. Wobei, die schauen ein bisschen aus wie buddhistische Mönche, das sind die übermalten Figuren. Ja, die übermalten, ja. Also die Flugscheiben durftet ihr fotografieren, aber die Stadt nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, die Stadt mit den Flugscheiben. Die Stadt mit den Flugscheiben durftet ihr nicht, aber ihr durftet die Flugscheiben alleine fotografieren. Ja, auch nicht? Die Ingrid schüttelt den Kopf. Na, da habe ich das blätter mal noch vor. Ja. Da siehst du dieses Wandfresko, das ist nur ein Ausschnitt davon. Ne? Ja. Und ich habe also das eher auf die Figuren unten abgestimmt beim Fotografieren und habe dann kurz hochgezogen und habe dann oben das mitgenommen. Und das war ihnen dann zu viel. Okay, das heißt, das war so ein bisschen geschummelt. Du hast ja, also du hättest auch die Flugscheiben nicht fotografieren dürfen. Keine Ahnung, die Teller, die da über den Köpfen dieser übermalten Figuren schweben. So muss man sagen, weil Vimanas, okay. Das ist aber in Indien. Ja, genau. Aber gut. Okay. Gibt es ein chinesisches Wort für Flugscheibe? Wüsste ich nicht, aber wir haben solche Geräte überall in Peking, im Sommerpalast, überall an den Wänden sind die aufgemalt, ja. Die schauen gleich aus. In Bangkok kennen wir es. Also was, wenn man jetzt dort einen Archäologen fragt in China, was sagt er, sind die? Die chinesischen Archäologen sagen, das sind UFOs. Die chinesischen Archäologen sagen, es sind UFOs. Ja. Also es sind unidentifizierte fliegende Objekte. Genau. Und von wem? Wer sitzt da drinnen? Keine Ahnung. Wissen es nicht. Aber die beschreiben ja auch. Also ist das vielleicht aus dieser Zivilisation, die vor 10.000 Jahren existiert hat? Haben die vielleicht solche Dinge? Nein, also ich würde da nichts reininterpretieren. Ich meine, das wäre verwegen. Aber Sehr. Nur
Drop FM, wir sind da verwegen. Okay. Ja, Wahnsinn. Also, interessant. Ja, in Asien selbst wundert mich nichts mehr. Ja. Also, weil wir haben so viel dort miterleben können und gesehen. Also, da sind schon Sachen vorhanden, also die weit über unsere Vorstellungen rausgehen. Was war denn bei dieser Stadt noch zu sehen? Also, glaubst du, du hast die Stadt überhaupt nicht fotografieren dürfen wegen dieser Flugscheiben oder war in der Stadt noch das Szenario? Das ganze Szenario. Okay. Das war ausschlaggebend, dass ich das Foto nicht machen. Ich habe nämlich schon eingestellt gehabt und alles, aber das war so brutal, wie der mir das aus der Hand gerissen hat. Der Chinese Man in Black. Ja. Very strange. Gut, ja, viel mehr gibt es da nicht dazu zu sagen, außer es ist eine wahrscheinlich, also zumindest einer der anormalsten Dinge, die zumindest in diesem Buch hier vorkommen, würde ich sagen. Ne? Ja, schon, ja. Dann gibt es natürlich auch jetzt Bauten, wo man einfach nicht versteht, was die sind. Ne? Da gibt es also ein sehr schönes Beispiel in deinem Buch, die Giebelfassade von Midas. Genau, ja. Also da steht einfach irgendwo, vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben. Ja, das. Und ich muss sagen, es ist unglaublich, dass du das alles in deinem Kopf hast. Also das ist, ich bin absolut fasziniert. Also man merkt einfach, du machst einfach die letzten 30, 40 Jahre nichts anderes. Du hast das eigentlich alles parat. Unglaublich. Also auch Völker, Datierungen und so weiter. Wow. Ja. Aber egal. Also, Midas-Stadt liegt in Lykien, also in der Westtürkei. Mhm. Und in Midas-Stadt gibt es riesige unterirdische Anlagen auch, also zum Teil auch also Bestattungshöhlen, also Plätze. Und wir haben dort, also das Midas-Tor ist ein Tor, das es dreimal auf unserer Erde gibt, in ähnlicher Art und Weise. Wir kennen das in Südamerika und wir haben ein Tor haben wir auch in Afrika. Aber wir wissen nicht, also warum diese Tore, das sind Scheintore, die keine Funktion haben und unten an der Basis dann eine Tür haben, die eigentlich keine Bedeutung hat. Die ist nur maximal einen Meter tief und ändert dann. Und das Ganze, diese riesige aus dem Fels herausgeschlagene Tor ist in einer Gesteinsfahne eigentlich nur die maximale Stärke von 10, 15 Meter hat. Also schaut recht eigenwillig aus. Und also es ist weder ein Grabmal noch sonst irgendwas. Allerdings muss es eine Bedeutung gehabt haben damals, als vor mehreren tausend Jahren dieses Tor herausgeschlagen wurde. Midas-Stadt ist doch vorchristlich. Ist irgendwo, wo sind wir da? Bei ungefähr 1600 vor Christus. Ja, Vorschlag, vielleicht hat man diese Tür geöffnet, ist dann reingegangen und kam dann irgendwo bei Kritzendorf raus. Das ist ein Verwegener. Verwegen, ja. Na ja, gut. Nein, also ich würde sagen, also es wird eine Bedeutung gehabt haben für den Künstler damals, allerdings was, wissen wir nicht. Na gut, wenn man nicht weiter was redet, man hört auf die Kunst aus. Ne? Na, war Kunst. ja, weil war es ja auch. Anlage von Petra, Jordanien, also haben wir schon jetzt mehrfach ein bisschen angesprochen, vielleicht nochmal kurz, also das sind ja auch abendländische Baustile, die da in den Stein gehauen wurden. Ja, es ist griechisch, teilweise, ja. Ja. Und also das sieht einfach aus wie Renaissance-Kirchen oder keine Ahnung, in den Stein gehauen. Völlig irre eigentlich. Und was ich eben nicht wusste, ist, dass das wie viele derartige Anlagen dort sind? Ja, mehrere hundert. Mehrere hundert nämlich. Wahnsinn. Es gibt ja Klein-Petra und dann das Große, die große Stadt. Ne? Mhm. Wobei die Stadt ja nichts mit den Anlagen zu tun hat. Und es sind aber teilweise schon christliche, in der christlichen Tradition entstanden. Nein, oder? Das ist erst später. Alles erst später, okay.
Die Stadt ist ja wesentlich früher. Also die ältesten Nachweise von Petra waren in der stammen aus der Jungsteinzeit. Das ist Moment, auf 7000 vor heute in etwa. Aber und das war dann in diesem Renaissance-Stil, nenne ich jetzt einmal? Nein, okay. Die sind ja später dann. Die sind später gekommen, okay. Aber die waren dann teilweise auch christlich, oder von, auch nicht? Nein. Okay. Weil teilweise sieht das aus wie Kirchen auch und so. Ja, wir haben ja römische Teile drin, okay, wir haben griechische Strukturen drin. Also es gibt vieles, was dort vorhanden ist. Ja, jetzt wieder nach Asien. Du behandelst in deinem Buch natürlich auch sehr viel, reflektierst du über Unterwelt, über Religion und so weiter im Zusammenhang. Und dann gibt es natürlich auch sehr interessante Schöpfungsmythen, wie zum Beispiel den der Sardan oder Sardan, weiß man, wie man das jetzt ausspricht. Sardan, ja. Toraja. Ja. Der Südtoraja, ja. Die haben ja auch eine ganz interessante Geschichte, wie die Erde und so weiter entstanden sein soll und wie die Götter da mit uns interagiert haben und so. Gut, ja. Also das ist gar nicht so lange her, denn dort bei den Toraja, die leben also auf Sulawesi, das ist eine Insel, die ungefähr 175.000 Quadratkilometer groß ist. Da sind 16 Vulkane oben und im zentralen Hochland befinden sich also eingeborenen Stämme, die bis zum Anfang des 20. Jahrhundert noch Kopfjägerstämme waren. Die sind sehr spät missioniert worden von evangelischen Priestern und sind heute zum Großteil evangelisch, haben aber noch ihre alte Religion. Die wird ausgeübt heute noch, aber nur mehr bei Begräbnissen, sonst nirgends. Und traurig. Das Interessante dabei ist, die haben ja eine sehr große Grabkultur, denn sie benutzen also die Höhlen, die sich dort im zentralen Hochland befinden, als Bestattungsplätze. Und das sind also Höhlen, da könnte man sich versetzt fühlen bei uns in der Geisterbahn. Also um jedes Eck gibt es eine neue Überraschung, denn da liegen also bis zu mehrere tausend Menschen oft in einer Höhle. Das sind wirklich Bestattungsplätze? Das sind Bestattungsplätze. Und bei den Torachas ist ja so, dass wenn jemand stirbt, dann wird er zuerst einmal im Wohnraum aufbewahrt. Mhm. Das heißt also, man setzt ihn dorthin, wo er geschlafen hat, spricht mit ihm, stellt ihm Essen hin. Also das heißt, man nimmt an, man sagt, er ist krank. Und erst später wird er dann also mehr oder minder gereinigt, gewaschen, in einen Sarg gelegt und dann im Wohnraum direkt aufgestellt. Da wird dann also oben beim Sarg kommt ein Bambusrohr rein, das entlüftet also den Verwesungsgeruch raus übers Dach und das Leichenwasser wird nach unten, wird unterhalb vom Haus gesammelt in einer Keramik. Und so wird der getrocknete Körper, das bis zum Begräbnis dauert das oft ein Jahr oder eineinhalb Jahre, kann auch länger dauern, und die leben mit dem Toten. Wow. Und dann wird der Tote also beigesetzt, da gibt es riesige, also wunderschöne Begräbnisse, die dauern eine Woche lang, da werden Tiere geopfert. Früher sind, also noch im vorigen Jahrhundert hat man bis über 1000 Wasserbüffel bei solchen Begräbnissen geopfert. Auch Menschen, ne? Auch Menschenopfer. Also gab es Kopfjäger, also wenn jemand, es ja, war teuer. Man hat die Köpfe, also der zufällig, also der Nachbarleute, also die zufällig den Kopfjägern zu nahe gekommen sind, und das waren Bezahlte, da hat man die Köpfe geschnellt mit so einem sichelartigen Messer und die Köpfe wurden dann außen an den Häusern aufgehängt zum Trocknen und sind dann in den Höhlen, und das sieht man, da habe ich ja Fotos im Buch drin, sind dann in den Höhlen mit beigesetzt worden, weil das waren die Diener für den Herrn im Jenseits dann.
Also so waren diese Bräuche, ja, da hat's also, und die interessantesten Bräuche waren ja, und zwar bei den sogenannten Himmelsherren. Diese Thanatoraja oder Sadantoraja, Thanatoraja heißt Toraja-Land, im Thanatoraja-Land, die hatten also vor ungefähr 1400 bis 1700 Jahre ist es her, 50 Generationen, haben uns die alten Schamanen gesagt, wer es her, haben die Besuch aus den Sternen bekommen. Das sind also Raumschiffe, also das sprechen die aus. Eiserne große Schiffe sind dort gelandet und man hat, also gibt da verschiedene in den Kosmogonien, gibt es verschiedene Beschreibungen. Was ist eine Kosmogonie? Ja, das ist ich kenne eine Kosmologie. Welt. Na, Kosmologie. Kosmogonie, was ist ja furchtbar. Ja, ja, na, das ist über die Weltentstehung und die Entstehung des Menschen. Aha, okay. Also das, so nennt man das. Und da haben wir da also zu hören bekommen, da gibt es also Überlieferungen, dass eben vor 50 Generationen diese Leute zu den Thanatoraja gekommen sind, ihnen Schrift und Sprache und auch alles gelehrt haben. Da gibt es einen Hügel, einen Berg, wo die auch ihr Raumschiff gelandet haben. Das ist heute ein heiliger Platz. Und das Interessante dabei ist, dass auf diesem Berg es Megalithbauten, ganz große Megalithbauten gibt. Also man wundert sich nur, und überall stehen auch diese Megalithen, also diese Steinkreise dort im Thanatoraja-Land herum. Das ist schon spannend. Das Ganze spielt ja auf einer Insel ab, ne? Ist auf einer Insel, auf Sulawesi. Auf einer sehr recht großen Insel. Eigentlich. Ja. Ich glaube, ich habe schon gesagt, 175.000 Quadratkilometer. Ja, also mal so groß wie Österreich. Ja. Und, ich meine, die waren eben isoliert von anderen Völkern, also weil in Wirklichkeit, das erinnert ja sehr stark an andere Mythen und Legenden. Ne? Schon, ja. Ich meine, wir sehen also, dass sich überall auf der ganzen Welt das immer gleicht und angleicht. Nur dort gibt's also dann noch bestimmte Dinge, die zu berücksichtigen sind, weil ja diese Puang Matur, diese Himmelsherren, dann sich vermischten mit den Völkern. Und ich war jetzt ein bisschen weg vom Mikrofon. Ich merk's gerade. Also die Puang Matur haben sich vermischt mit diesen Völkern der Torajas. Und dadurch ist eine eigene Rasse entstanden. Das waren die Rajas, also die Herrscher dort. Die waren die Nachkommen der Puang Matur. Die Nephilim und, zum Beispiel gibt's ja dann im Alten Testament, ne? Ja. Und aber das Interessante ist, dass also diese Leute, die aus den Sternen gekommen sind, dort auch gestorben sind und auch die Nachkommen wurden damals in eigenen unterirdischen Anlagen bestattet. Und zwar nicht so wie die Toraja. Die Toraja haben drei Bestattungsarten und die haben eine eigene, also da wurde der Körper einbalsamiert und nackt ohne Leichentuch in geheimen Orten bestattet dort in diesen Karstgebieten. Wir haben diese Höhlen versucht zu finden, wir haben es nicht gefunden. Also das heißt was? Es, wenn es ihr nicht findet, dann... Nein, die Gebiete sind so groß. Ja. Das sind riesige, unerschlossene Gebiete. Also das ist Dschungel, das ist tropischer Regenwald. Ne? Auch wenn es dort auf über 700 Meter hoch ist. Und sehr feucht und es am Tag so 35, 40 Grad hat, aber es ist trotzdem also ein unwegsames Gelände. Und da etwas zu finden, vor allem sind das Orte, die tabu sind, also die nicht betreten werden also dürfen. Bis heute ja sind auch die Bestattungsstätten dieser, wie heißen die jetzt schnell nochmal? Toraja, Sadantoraja. Puang, glaube ich. Ja, Puang Matur. Ja. Also so die, ja. Ja, die sind, also bis heute sind diese Stätten tabu und es wird auch nicht weitergegeben, wo die sind. Also nein. Ihr habt das gesucht, ihr habt das nicht gefunden. Nein. Und wer weiß, vielleicht sind das Riesen oder Zwerge oder
was auch immer. Nein, aber ich meine... Ja, wir wissen es nicht. Wir wollten also Aufschluss bekommen darüber, ob das stimmen kann, aber es hilft nichts. Also man müsste dort wahrscheinlich monatelang sich aufhalten, aber wer diese Plätze kennt, wer weiß, wie man dort also mit Jeep und mit solchen Dingen herumfahren kann, weil das sind ja Strecken. Man ist halt in einer völligen Wind. Also es ist nicht so, wie wenn man in der Steiermark irgendwie ein bisschen Höhlen schauen geht, sondern wo irgendein Dorf daneben ist. Ja. Sondern man ist da wirklich, also wenn der Jeep dann lahm ist und man oder man irgendwas vergessen hat, zum Beispiel Benzin oder wenn der leckt, dann ist man wirklich, sitzt man in der Patsche. Also da. Man kommt einfach nicht weiter. Also wir haben beispielsweise bei einer Straße, wo wir mit dem Jeep gefahren sind, da ist die Straße teilweise abgerutscht. Ne? Ja. Jetzt haben wir versuchen müssen, den Jeep irgendwie da rüber zu bringen, über diese Abrutschung, die also da 10 Meter lang war. Und da ist ein Seil dann oben bei so einem großen Urwaldriesen angehängt worden. Und man fährt dann, also der Jeep ist gesichert worden mit dem Seil. Und man ist dann neben auf dem mit 2 Rädern eigentlich nur und die anderen 2 waren in der Luft, ist man dann dort drüber gefahren. Ne? Anders geht's nicht. Wahnsinn. Und also wenn man da Mist baut, ja, kommst nicht weiter. Also. Dann sitzt in der Patsche. Und regnen darf es auch nicht, weil dann gibt es so einen Schlamm, wo es wirklich knöcheltief. Noch tiefer einsinkst, ja. Mhm. Auf ein paar Sachen möchte ich noch zu sprechen kommen. Ich hoffe, du bist noch halbwegs fit. Und aber die Ebu Gogo. Also das war einer der sag ich mal, Episodengeschichten, die in einem Buch vorkommen, die haben mich wirklich am meisten fasziniert. Dieser Dr. Darrow, der 1977, war der wo jetzt noch einmal genau? Das war Flores. Ja, genau, auf Flores. Und wo es eben auch diese Zwergenmenschen geben soll, bis heute sich diese Legenden halten. Und er und sein Kumpane, also sein Kumpane ist dann irgendwie, wurde getötet. Und kannst du das ein bisschen erzählen? Was ist da passiert? Ja, es waren 3 Leute, ein Einheimischer, also einer, der ihn also von unten von Indonesien begleitet hat. Ja. Und er war ja Vogelkundler und hat dort eine Eule entdeckt. Genau, er hat nach seltenen Eulen, was ich auch sehr interessant finde, also mythologisch, gesucht. Hat die auch gefunden. Und ist natürlich dort also mit etwas konfrontiert worden, wo dann im Nachhinein ein Film nachgestellt wurde. Also das ist kein Originalfilm, das ist nachgestellt worden. Und er ist dann mit also diesen Ebu Gogo konfrontiert worden. Das heißt, er hat auf einmal Wesen gesehen, die in den Bäumen aufrecht gehen, also nicht Affen, die aufrecht gehen, sondern Wesen, die aufrecht gehen. Aber humanoide Wesen. Humanoide Wesen, ja. Dort laufen und die ja auch den Eingeborenen bekannt waren. Das heißt, es hat dort einen Stamm gegeben, der dort gelebt hat und wo diese Ebu Gogo auch die Kinder von dem Stamm mehr oder minder entführt haben und gegessen haben. Also, ja, da gab es also Legenden, dass diese, die waren ziemlich gemein drauf, oder sind es noch immer, weiß man ja nicht. Ja, keine Ahnung. Weil eben, wie gesagt, das war das ist 1977 jetzt passiert, was wir da jetzt besprechen. Aber das hat niemanden interessiert. Also, die haben gesagt, ja, okay. Nur, ich meine, da sind ja dann wirklich Kinder verschwunden, ist man dem nie nachgegangen. Also, das ist irgendwie so. Ja, gut, das ist also. Ich nehme an, dass da wirklich dann Kinder auch verschwunden sind, ne? Ja, ich und dann haben die Einheimischen gesagt, ja, die Ebu Gogo haben sie gegessen und alle haben gesagt, naja, gut, okay. Ja gut, die haben ja dann die Höhle ausgeräuchert. Ne? Man hat schon... Man hat sich gerecht und... Aber das waren die Einwohner, also das war nicht... Der Staat hat da jetzt nicht... Nein, der Staat hat nichts gemacht. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Na gut, aber in Indonesien ist es ja so, wir haben es ja selbst erlebt, weil... Wir haben es immer wieder erlebt, dass die Regierungsstellen gesagt haben, ja, ihr seid ja Europäer, könnt euch alles leisten, also bezahlt es das halt. Ne?
Also da hat sich niemand drum gekümmert. Ja. Wenn irgendwas war. Und das ist generell so. Also nur in Kalimantan hat man uns einen Waldläufer einmal nachgeschickt in ein riesiges Gebiet. Der hat uns dann gesucht, der Arme. Der hat einen Auftrag gekriegt von der Regierung und hat uns dann auch gefunden. Das war ja ein Ereignis, also mitten im Regenwald, wo wir 80 Kilometer von der nächsten Ansiedlung entfernt waren. Und auf einmal klopft es am Abend bei der Tür und dann steht so ein wilder, abgerissener Typ vor der Tür mit einem riesen Buschmesser. und sagt, er kommt von der Regierung und er hat uns gesucht. Ne? Und was warum? Ja, das war wie heißt das, Ghost Town? Gomandong, bei den Gomandong-Höhlen. Da gibt es eine eigene so eine Geisterstadt. Und dort haben wir uns einquartiert, weil da waren früher in den 30er, 40er Jahren waren dort Schwalbennester-Sammler. Die haben die Schwalbennester von den Salanganern, die in den Höhlen dort, das sind Millionen Salanganern, die in den Höhlen, sind riesige Höhlen, kilometerlange, leben. 40, 50 Meter hohe Höhlen, glaube ich. Sind ja. Imposant aus mit diesen Strickleitern. Die das ist von den Nestersammlern. Darauf greifen, oh Gott, ja. Ja, ja. Und das sind natürlich Dinge, also die dann doch für uns interessant waren, weil dort in den Höhlen ja prähistorisches Material, also haben wir finden können. Und die Höhlen haben wir dann also eine Woche lang untersucht. Nur dann hat der tropische Regen zu früh eingesetzt und damit war unsere Expedition, die Kalimantan-Expedition, auch zu Ende, weil wir haben mehr oder minder aus dem Regenwald flüchten müssen, weil wir werden fast nicht mehr rauskommen. Wahnsinn. Wir werden Kilometer weit laufen müssen durch den Regenwald, ne? Und da gibt's nichts, da ist nur Schlamm, also man steckt mit diesen hohen Stiefeln, die man anhat, also bis zum Knie im Schlamm und kommt kaum, wir haben also 35 Kilo Gepäck pro Person gehabt, weil wir die ganze Verpflegung alles mitnehmen haben müssen. Wir waren nur zu zweit. Wahnsinn. Und der Waldläufer, der hat uns dann am Schluss, wie man dann, der ist hinter uns dann 200 Meter Sicherheitsabstand hat er gehabt, oder da haben wir dann gewartet, gesagt, er soll, haben wir gewunken, er soll herkommen, ne? Dann hat er gesagt, ja, er habt ihr euch mit ihm verständigt in ja, seiner Sprache? Ja, in Englisch. Englisch, okay. Ja. Ah, Waldläufer, der Englisch kann, wow. Ja gut, aber es war gut, der hatte auch das Einheimische können und wir sind dann bis zum Fluss gekommen, wo wir beim Fluss dann glücklicherweise eine Bootsanlegestelle gehabt haben von irgendeinem Stamm und dort hat dann jemand, also ein Boot, mehr oder minder liegen gehabt und wir haben gesagt, ja, was kostet es? Wir haben einfach, und der hat einen Preis genannt, mir war das alles wurscht, weil wir waren so fertig. Und ich meine, ihr habt ja viele brenzlige Situationen erlebt und die brenzligste oder einer der brenzligsten war doch der Angriff der Killerbienen. Ne? Das ist kein B-Movie, sondern das ist wirklich passiert. Ne? Das ist Tatsache, ja. Ja, aber warte mal, bevor wir auf das zu sprechen kommen, jetzt doch noch mal kurz die Ebugogo und den Dr. Darrow. Ich möchte es nur kurz diese Geschichte, also erzähl mal, sein Kollege, der da mit ihm diese Untersuchung angestellt hat, er sieht diese 1,20 Meter großen humanoiden Wesen in den Bäumen. Ja, der hat er gefilmt auch. Auch gefilmt. Das wurde auch gefilmt. Und dann? Und beim Anbringen also der Kameras auf den Urwaldbäumen, die sind ja also sehr hoch. Also die sind bis 30, 40, 50 Meter hohe Bäume. Sie sind dort im Regenwald, im tropischen. Da hat er dann, also ist der Einheimische, der raufgestiegen ist und die Kamera holen wollte, der ist auf einmal abgestürzt. Und warum? Das hat er gesehen unten, weil das Seil also mit einer Steinklinge durchgeschnitten war. Von den Ebugogo. Ja. Und das hat ihm natürlich dann auch niemand geglaubt. Auf jeden Fall ist der verstorben, der hat noch überlebt, der ist aber dann verstorben.
Und dann haben sie versucht, also wollten sie weg und eben, sie haben ihn bestattet dort. Also sie waren zu dritt? Sie waren zu dritt. Ja. Sie wollten, sie haben ihn bestattet und dann waren, haben sie noch, glaube ich, eine Nacht oder was ich weiß, bei der Stelle mehr oder minder gelagert. Und am nächsten Tag sind sie dann wieder hingegangen zu dem Steinhaufen und sehen also, wie die Ebogogo dort da die Steine entfernen und dort beim Leichnam angeblich zu fressen beginnen. Ne? Okay. Und das hat sie so geschockt, also dass sie geflüchtet sind. Und die ganze Malte war auf den Bäumen oben. Also, und ja, letztendlich, ich kann nur das erzählen, was ich im Film gesehen habe. Ich weiß nicht einmal, ob das stimmt, was im Film drin war. Aber es dürfte realistisch sein, weil ich habe mich ja dann erkundigt drüber und ich habe sogar die ganzen Zeitungsausschnitte noch im Internet vorgefunden über diesen Fall. Und da war ja auch alles genau beschrieben. Und auf jeden Fall bei der Flucht ist dann sein Begleiter dann erschlagen worden und ist zurückgeblieben und er allein ist dann mehr oder minder rausgekommen. Man hat ihm aber dann nicht geglaubt, man ist mit ihm dann noch zurück, hat dann beide Leichen gefunden, aber wie gesagt, man hat ihm nicht geglaubt und er ist im Gefängnis dann mehr oder minder umgekommen. Er war 36 Jahre im Gefängnis. Ja. Aber angeblich soll man dann später seinen Film, der dann, den er nach Hause geschickt hat und den offenbar, die Polizei hat ihn nach Hause geschickt. Den Film und irgendwann soll man angeblich diesen Film dann angesehen haben und gesehen haben, dass er offenbar recht hat und wirklich diese kleinwüchsigen Wesen dort waren und, genau. Und sie angegriffen haben und so weiter. Und der ist ja dann wieder rehabilitiert worden. Also ja, von der Universität ist er rehabilitiert worden. Und es, man hat seine Eule, die er entdeckt hat, auch nach ihm benannt. Na, also dieser Vorfall war 36 Jahre im Gefängnis. Danach, also vor kurzem erst, hat man dann diesen Film erst angesehen. Ja, na, das ist im Laufe der Filmaufnahmen, wo man diese Geschichte verfilmt hat. Dort hat man recherchiert, dort hat man dann zum ersten Mal diesen Film sich angeschaut genau. Und aufgrund dessen ist er dann rehabilitiert worden. Und inzwischen wird aber wieder behauptet, das ist alles eine Fälschung und so weiter. Ja, das ist also obwohl man diesen Film gefunden hat und so weiter und auch in der einheimischen Bevölkerung die Geschichten über diese Wesen herrschen, glaubt man lieber, dass der Eulenforscher aus irgendeinem Grund seine zwei Kollegen bestialisch umgebracht hat, sie dann auch noch anbissen hat und hat, also Schwachsinn alles zusammen eigentlich. Ne? Also, schon, ja. Ja. Also eigentlich müsste man sagen, offenbar gibt es da die Ebogogo, die mit denen nicht gut Kirschen essen ist. Müsste man eigentlich daraus schließen. Ist so, ne? Ja gut, also man kann auch im Internet, im Wikipedia unter Ebogogo nachschauen und man wird Ähnliches finden drin, ne? Mhm. Jemand schreibt, der Ebogogo wurde zuletzt in Italien beobachtet, dort wurde er Mogwai genannt. Aber, ja gut, ich meine, es gibt immer solche, wir haben auf Sumatra genau solche. Aber das ist ja eine unglaubliche Geschichte, ja? Also wow, das ist ja, nämlich vor allem, der ist wirklich im Gefängnis gestorben. Der ist gestorben dort, ja. Und erst danach hat man rehabilitiert und dann aber wieder, ist das irgendwie wieder zurückgezogen worden, weil man anscheinend dieses heiße Eisen nicht angreifen wollte. Ja gut, es ist ja um das Ansehen der Regierung gegangen. Ne? Ah, okay, von der Regierung ist das dann dort ausgegangen. Die hat dann gesagt, nein. Keine Ahnung, aber ich denke mir. Also, weil die hätte ja schon längst darum kümmern müssen, um das Ebogogo-Problem. Vielleicht, ich weiß. Wobei auf der anderen Seite wieder, ja, was wäre dann passiert? Ne? Man hätte wahrscheinlich dieses Völkchen ausgerottet. Was jetzt auch nicht irgendwie okay ist. Also, aber ja, okay. Kompliziert, aber absolut irre. Also. Es gibt viele solche. Die Dasatei beispielsweise sind ja auch so ein Volk, was der Marcos, also damals der philippinische Präsident, erschaffen hat. Der wollte weltbekannt werden, weil er ein Steinzeitvolk mehr oder minder erschaffen hat. Ne? Also wie gesagt, wenn jemand anrufen möchte, Skype und selbst Fragen an Dr. Kusch stellen möchte, dann jetzt. Denn wir kommen zum Ende.
Moment, da war jetzt noch eine Frage, aber irgendwo ist sie jetzt. Herr Kusch, Sie machen eine großartige Arbeit. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Tore der Unterwelt ist grandios, schaue ich mir etwa einmal im Jahr völlig fasziniert an. Tore zur Unterwelt, offenbar, also diese Doku. Gut. Wie gesagt, Skype-Leitung ist offen. Zum Ende kommend, jetzt noch. Die Bienen. Na, vorher noch was anderes. Also, wir haben heute sehr viel über diese. Die Bienen sind irgendwie so ein netter Ausklang. Aber wir haben sehr viel über unterirdische Anlagen gesprochen. Jetzt zum Beispiel über die Ebu-Gogo, die dann irgendwie doch keiner. Und Die auch in Höhlen leben, ne? auch in Höhlen leben, Ja, ja. sicher. Eben, deshalb passen sie ja in dieses Buch. Und auch die Frage im Chat war ja recht interessant. Eigentlich, warum ist nicht jeden Abend irgendwie eine Höhlendoku zu sehen? Ne? Also, aber es existiert ja anscheinend doch Interesse, denn wie du zweimal in deinem Buch schreibst, gibt es militärische Organisationen und Geheimdienste, die weltweit Höhlen suchen und erforschen. Naja, Warum? weil die. Und warum hört man nie was davon? Gretchenfrage, ich weiß, aber Na gut, trotzdem. aber also Ja, trotzdem. Immer. darüber wird man sicher nie was hören, Ja. weil ja alles unter gewissen Voraussetzungen stattfindet. Also jetzt, was die Forschung anlangt. Man merkt es nur, wenn. Warum forscht das Militär in Höhlen archäologischen Dingen nach? Naja, weil man gewissen Dingen nachgeht, Informationen, dehnen wir das Ganze aus, dann, wenn wir, dann landen wir irgendwo im Zweiten Weltkrieg und dort hat ja, und das habe ich ja auch reingeschrieben ins Buch, dort hat ja Adolf Hitler sogar die Anweisung gegeben, dass alle Höhlenforscher, also die er erreichen konnte, also sich Höhlen und Stollen untersuchen sollen, um einen Zugang in das Innere der Erde zu Und bekommen. Agatha. Ja, es ging damals um Shambhala und Agatha. Das Ahnenerbe, Ja, das die berüchtigte. Thule-Gesellschaft, also mehr oder minder die Expeditionen sogar, wurden ja viele Expeditionen ausgesandt. Und, ja. Ja, weltweit sogar nach Südamerika, um solche Höhlen zu erforschen. Also Indiana Jones ist ja nicht nur aus der Luft gegriffen, da ist ja so ein bisschen, also das ist ja inspiriert aus geschichtlichen Fakten auch, ne? Ja, schon. Also es gibt genug, wie soll ich sagen, Daten über diese Dinge, die man nur auch richtig interpretieren muss. Dann kommt man auch zum richtigen Resultat. Blöd gefragt, erhofft man sich da irgendwelche Dinge, Artefakte, sonstiges zu finden, die militärische Anwendung und Relevanz haben? Ich denke, dass man eher einen Kontakt herstellen möchte. Oh Mann. Du machst dann einen Kontakt zu Ja, Agatha, unter Anführungszeichen, zu ja diesen. zum König der Welt war es damals. Zum König der Welt. Also das war damals das Offizielle, Und heute ist es immer noch die ne? Motivation, Ja, oder? es wird niemand darüber reden und es wird niemand sagen. Ja. Aber im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus, ne? Aber in deinen Forschungen stolperst du da über solche Dinge, über solche. Willst du, oder willst du das einfach nicht weiter kommentieren? Oder ich stelle die Frage trotzdem. Im Moment ohne Kommentar. Ohne Kommentar. Wow. Naja, du schreibst auch, dass Satellitenbilder retuschiert werden. Ja, das lese ich andauernd auf Ja irgendwelchen komischen gut, ja. Webseiten, wo man Pyramiden in der Arktis gefunden hat und ich halte es immer für Blödsinn. Allerdings, stopp. Auf Google gibt es sehr oft einfach schwarze Flecken. Ja, oder wo du einfach merkst, okay, da ist jetzt irgendwo, da ist ein Bild und dann auf einmal kommt der Abschnitt mit total niedriger Auflösung und Ja, dann genau. und so. Ist das nicht einfach nur, ja, haben wir halt kein Material gehabt oder vergessen oder interessiert eh keinen, sondern
glaubst du, dass da bewusst, jetzt Google Maps ist ja irgendwo so das, das wo die Öffentlichkeit wirklich Zugang hat zu hochwertigem Satellitenmaterial, zum Beispiel in Graz, das ist ja irre, ja. Also wenn du Google Earth anschaust, in Graz siehst du 3D-Renderings, also unser Haus da, das ist wirklich 3D, ja. Man sieht alles da. Aber dann gibt es wieder Bereiche, wo man gar nichts sieht und du sagst, das ist bewusst? Schon, ja. Ja. Nur jetzt, weil, ich meine, ist ja auch nachvollziehbar, militärische Anlagen, ja, Area 51, klar, wird man jetzt nicht, oder die Area 51, irgendwelche anderen Versuchsanlagen, da wird man jetzt nicht gratis spionieren dürfen, ja, ist eh nachvollziehbar, komplett klar, ja. Aber glaubst du, dass da auch andere Beweggründe gibt, warum Dinge retuschiert werden? Schon, ja. Also auch archäologische? Auch vielleicht archäologische, ja. Kannst du ein Beispiel nennen? Na ja, gut, wir brauchen nur unser Gebiet bei Fora anschauen. Ne? Das ist nicht gut abgedeckt in Google. Ja, muss ich mal anschauen. Na, jetzt hat sich eh gebessert. Aber wie wir damals das erste Buch rausgebracht haben, Tore zur Unterwelt, ist genau dieser Abschnitt, also den wir also im Buch erwähnen, von der niederösterreichischen Grenze her bis zur Riegersburg runter, war ein 15 Kilometer langer Streifen, der alles unscharf gemacht hat. Und das ist einen Monat nach dem Buch aufgetaucht. Interessant. Es war genau, das sind genau diese Gebiete. Okay, also lustiger Zufall, ne? Sagen wir so. Das ist ein Zufall, ja. Und da haben sich erst, also das ist ja von Amerika ausgegangen, und da haben sich erst unsere Gemeindesekretäre beschweren müssen, dass sie im Gießsteiermark dann auch nichts mehr erkannt haben, weil die Auflösung so schwach war, dass wenn Grenzen nebeneinander gelaufen sind, eben diese Grenzbereiche also sich überdeckt haben und nicht mehr sichtbar waren. Das ist tatsächlich passiert, das wissen wir. Unglaublich. Das ist wirklich, das sind James-Bond-Geschichten da, die du auch teilweise da tangierst, so ein bisschen, kommt man vor, ne? Nein. Bitte Tarek, schreibt Flutura. Bitte Tarek, was? Schreib das vielleicht einfach nochmal. Und dann gibt es Leute, die chatten mich über Skype an. Nein, das interessiert mich nicht. Wenn, dann ruft es an. Also, Skype ist offen und Flutura, bitte Tarek, gern, aber was? Ja, ansonsten die letzte Frage für diesen Abend, eben der Angriff der Killerbienen, um noch ein bisschen das Gefühl zu kriegen, es passiert noch was, gell? Dass ihr, das ist kein Zuckerlecken, also das ist irre, was ihr da auf euch genommen habt auch. Ja? Ja gut, es ist bei vielen Expeditionen, die durch Indien geführt haben, war immer wieder die Gelegenheit da, dass also diese Bienen, diese indische Riesenbiene uns angegriffen hat. Zum Teil konnte man also das verhindern, aber einmal haben wir es nicht mehr verhindern können. Das war eben bei diesen in Juna, bei diesen vielen Höhlentempeln, die es dort gibt, und in einem ganz entlegenen Tal. Also das war schon Fußweg ungefähr zwei Kilometer weg. So. Ja, wir haben jetzt einen Anruf, aber Anrufer, bleib einfach noch ein bisschen dran. Hallo? Ja, ich bleib dran. Ja? Heinrich erzählt jetzt nur schnell die Killerbienengeschichte fertig und dann kommen wir zu dir. Okay. Okay, das wird eher ein bisschen schwieriger zu verstehen. Also. Okay, gut, ja. Also wir sind dort in diesem langgezogenen Tal drin gewesen, Talabschnitt. Und da war ein wunderschöner Eingang von einer Chetia, oben auf einem Felsband, das war ungefähr 14 Meter über dem Boden, also ist senkrecht durch die Wand runtergegangen. Und wir gehen in diese Halle rein und der Erste, der reingegangen ist, war der Dr. Wanke. Wir waren nur zu dritt dort und er ist aber also ein Bienenforscher. Er ist fasziniert von diesen Bienen und also er ist auch sein Leben lang gestochen worden von den indischen Riesenbienen und geht rein. Der braucht es schon. Ja, gut, ja, aber wir haben es nicht gewusst, dass hinter dem Kudu, hinter dem Sonnenfenster, ist eine 3,5 Meter
also über 3 Meter lange Bienenwabe drin gehängt im Raum von der Decke. Mhm. Und wir haben ihm gebeten, dass er Aufnahme machen soll von uns, weil wir unten gestanden sind, da war so eine Stufe, eine Meterstufe, Felsstufe zum Reingehen in den Raum, in die Chetia. Und ja, er macht eine Aufnahme und in dem Moment, wo er die Blitzaufnahme macht, fängt ein Dosen an. Also und da ist es jetzt spät, ne? Wenn du das Summen hörst, ist es echt spät. Wir haben zuerst gar nicht gewusst, was los war. Und er hat nur gesagt, raus, die Bienen. Und obwohl er ist unter der Wabe gestanden. Ne? Aber drin haben sie nicht angegriffen. Mhm. Aber draußen, wir haben nur gesehen, wie aus dem Kudu, also das sind Hunderttausende, diese bis 4 Zentimeter großen Bienen. Riesending, also sind größer als von Nissen. Ja, ja. Wow. Die sind dort raus, sind dann in einer Wolke zurück und haben sich überall auf uns niedergelassen. Wow. Also wir drei haben ausgeschaut wie die Imker, alle drei, von oben bis unten voll mit Bienen. Die haben aber die Augen, die Nase, den Mund und die Ohren freigelassen. Also warum, weiß ich nicht, aber das war frei. Und wir sind dann mit unserem Gepäck, die Ingrid hat noch die Fototaschen zuerst über den Schulter genommen und sind dann auf diesen abschüssigen, schrägen, also Felsband hinaus, wobei man da aufpassen muss, weil wir werden da 14 Meter senkrecht abgestürzt und sind dann also das ganze Tal ausgegangen, der Schwarm ist immer hinter uns her und wie wir dann das Tal verlassen haben, habe ich dann gesagt, wir teilen uns auf und also habe ich zu den anderen geschrien, ne? Und haben uns dann verteilt im Gelände. Und dann, also nach ein paar hundert Meter, habe ich dann einen Ziegenhirten gehabt, der dort so eine große Herde gehabt hat. Der hat schon gesehen, was los ist, weil die wissen das. Und der hat die Wolken von den Bienen über mir gesehen und mich, also mit den Bienen voll. Wahnsinn, dann, ja. Dann hat er gedeutet, ich soll mitten in diese Ziegen hineingehen, weil dann werden die Bienen irritiert, das hat er uns nachher gesagt. Ne? Und dann hören sie auf, also und ich muss mich ruhig verhalten. Und die sind dann wirklich weg, aber also ich habe ausgeschaut und alle haben ausgeschaut wie ein Nadelkissen. Also wir haben halt hunderte, tausende Stacheln gehabt. Meine Hosen. Ja, aber wie habt ihr das überlebt? Also da habt ihr wirklich hunderte Stiche auch gehabt? Ja, wir haben also mit Elektrolytlösung haben wir dann die Nacht, wir haben ja nicht schlafen können. Wir haben gebrochen. Also Wahnsinn. Da ist alles. Muss ja extrem weh dann haben natürlich, also die Stiche. Nein, die Stiche da, wir haben gar nichts. Der Schock. Da spürst nichts. Der Bienenstich dann nochmal als extrem weh, ne? Da spürst du nichts mehr. Wahnsinn. Nein. Also du hast überhaupt, weil das ganze Geschehen darum, ne? Und dann ist die Ingrid nachgekommen und der Lothar, der hat das einzige ganz Gescheite gemacht, der hat sich hingesetzt und hat gewartet dort. Und da haben wir dann den Hirten gebeten, dass er mit, da haben wir dann eine Flaschen herkriegt mit Elektrolyte, dass er ihm die Flaschen bringt. Also der war ungefähr 1 Kilometer weit weg, ist der dort am Felsen gesessen. Mhm. Und so haben wir dann mehr oder minder überlebt. Wir sind am nächsten Tag dann schon wieder in die Höhlen gegangen, aber jedes Mal, wenn wir bei irgendeinem Bienenschwarm... Was, am nächsten Tag wieder in den Höhlen? Ja, sicher. Aber da, wenn wir vorbeigegangen sind, wenn es zu laut worden ist, haben wir sofort, weil wir haben gerochen. Den Geruch hast du aus dem Körper 3-4 Wochen nicht rausgebracht. Ja, das schreibt auch bei der Heimreise. Ja, beim Zoll, das war ein Wahnsinn am Flughafen. Ja, der Hund hat hinpinkelt. Wirklich, der Hund hat, genau. Ja, aufs Gepäck pinkelt. Ja. Auf euer Gepäck pinkelt, weil der hat das Krochen. Ja. Interessante Reaktion. Dem Zoll war es furchtbar peinlich. Aber gut, ja. Aber wir haben einen Zuhörer. Ja, genau. Wir haben einen Zuhörer. Hallo? Ja, schönen guten Abend. Stell vielleicht schnell deine Frage, weil im Moment ist die Verbindung gerade gut. Schönen Abend. Danke fürs Anrufen. Ja, kein Problem. Danke auch. Sag mal, wenn die Bienen dich stechen, dann hinterlassen sie doch eigentlich ein Sekret, dass die anderen Bienen auch reizt. Haben sie dich denn nicht nochmal gestochen? Ja, sie haben hunderte Stiche. Wir haben aber am nächsten Tag sind sie ja nochmal in die Höhle rein. Nein, nicht in diese.
Also Ah, da, okay, anderer na, Stamm, andere. wir sind auf einen anderen Berg rauf und immer wenn wir in die Nähe von so einem Bienenstock gekommen sind, haben wir schon gehört, wenn die zum Surren anfangen, weil die riechen ja das. Das Ja, eben. ist ja, man wird markiert. Und wir haben das Eben, genau. Problem die ganzen Tage, darauffolgenden Tage gehabt, dass wir immer wieder den Bienenstöcken in den Felswänden ausweichen haben müssen, weil dem Moment, wo wir zu nahe, so auf 15, 20 Meter rankommen sind, sind die auf einmal weggeflogen. Und das kann also Mein sehr. Beileid auf jeden Fall für die Stiche. Ihr habt bestimmt Gut, meine gefrevelt, Frage. schreibt da jemand. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, bitte, stell deine Nein, Frage. auch. Ja, Dito. Meine Frage ist, Herr Kusch, kennen Sie die Boxsager? Nein. Die Boxsager geht im Prinzip davon aus, dass es mal eine Menschheit gab, die sich im Norden entwickelt hat und die sich dann über die Erde verteilt hat. Und dass alle Sprachen auf eine zurückgeführt werden können. Und wieso ich vorhin drauf gekommen bin, als ich zugehört habe, war, dass Shambhala und so die ganzen Berge, die haben bei mir gewisse Assoziationen geweckt bezüglich Namen, die, wenn man sie ein paar Buchstaben vertauscht, und ich meine jetzt nicht rückwärts liest und auf den Kopf stellt und so, aber die doch im Prinzip zu einer Ursprungssprache zurückgeführt werden können. Und da hat mich interessiert, ob Sie die Boxsager kennen. Nein, eigentlich nicht. Gut, macht ja nichts. Und ich wollte trotzdem für Ihre Arbeit danken, weil hier, wo ich wohne, ist auch ein recht interessantes Gebiet. Und ich habe mir bei Tarek einige Sendungen mit Ihnen angehört und mir die Gegend hier angeschaut und habe doch einiges entdecken können, was ich extrem faszinierend fand, was Sie in Gesprächen schon erzählt hatten, dass bestimmte Steine mit Löchern quasi den Weg markieren, die Löcher, wenn man durch die Löcher schaut, dass Die die Lochsteine, auf den Stein hinweisen. Genau. Ja, fand ich super interessant, habe ich mal ausprobiert und danke fürs Weitermachen. ja. Okay, danke, danke für Wird er mich. machen. Danke für deinen Anruf. Ja. Sorry, ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Na, musst du nicht. Passt, okay. Ja, alles klar. Okay. Okay, ich wünsche euch beiden einen schönen Abend. Danke, Jo, tschüss. Servus, ciao. Ciao. Ja. Jemand bittet mich auch, dir eine E-Mail soll ich dir zeigen, die sie mir oder er mir geschickt hat, die zum Gespräch passt. Ja, Okay. können wir dann danach schauen. Okay, ich glaube, gibt es jetzt von deiner Seite noch irgendwas hinzuzufügen, was zu dieser ganzen Riesenthematik? Ich meine, Na gut, das waren ja weder nur, im Buch noch in dieser Sendung können wir nur annähernd alles das sind kleine ansprechen. Auszüge Das waren gewesen, jetzt ein ja. paar kleine Auszüge aus eurer gigantischen Arbeit, die weitergeht, die, ja, also das kann nur wirklich spannend werden. Mehr kann ich nicht sagen. Also viel mehr weiß ich jetzt auch nicht, aber von Andeutungen, die du mir gemacht hast, weiß ich, dass da, das wäre eigentlich erst so, ich sage, ich glaube, das ist wirklich erst so die erste Spitze des Eisberges, die erste Hügel der Spitze des Eisberges. Kann man das So so in sagen? etwa, So in etwa, ne? ja. Das ist alles noch relativ harmlos, was wir da besprechen. Und ich hoffe inständig, dass wir die nächste Sendung bald bestreiten und da schon ein bisschen weiter sind. Weil du willst also die Dinge, an denen du jetzt forschst, auch wirklich untermauern können. Stimmt, ja. Weil die auch dermaßen ungewöhnlich und bahnbrechend sind, dass du ja sonst in der Luft zerrissen würdest. Kann man das so sagen? Wenn du das jetzt einfach so behaupten. Oder wenn du das jetzt mit dem jetzigen Faktenstand öffentlich behaupten würdest, dann wäre das eher schwierig, ne? Vor Naja, allem in der akademischen, im akademischen Umfeld. wäre möglich, ja. Okay. Du bist. ich lasse ab. Vielen, vielen Dank an euch beide. Immer wieder super euch. Wir treffen uns ja dann so hier und da mal in der Stadt auf ein Bier oder auf ein Café und
Also die Sendung war super, unbedingt wiederholen. Na, wir werden dieselbe Sendung jetzt nicht wiederholen, aber wir werden weitersprechen. Und genau. Also jedes Mal, wenn ich mich mit euch beiden treffe, mir schwirrt der Kopf. Wirklich. Ich denke mir jedes Mal, ich meine, ich muss mich kneifen, so, Moment, ich rede jetzt mit jemandem, der wirklich im Joanneum arbeitet, und, also, und es ist absolut erstaunlich, an was du da dran bist. Und vieles davon haben wir heute auch angesprochen, haben wir in den vorigen Sendungen angesprochen, und ich kann nur sagen, man darf, ich weiß, ein bisschen gemein jetzt, aber man darf wirklich sehr gespannt sein, was okay. da noch kommt. Danke, danke. Du, Darek, euch beiden. Danke für die Einladung. Sehr gern. Crop FM Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 26. April 2019. Und ja, auch wieder was sehr Spannendes, und zwar ein RV, ein Remote Viewing Experiment zum Entführungsphänomen. 4 Entführungsfälle von Marcel Polter, er war vor ein paar Monaten zu Gast, da gab es auch ein Addendum dazu, das sehr interessant ist, wo wir eh schon auf diese Kombination also Forschung an Entführten, an sogenannten Entführten, Alien Abductions etc. in Kombination mit Remote Viewing, und diese Sendung, die findet jetzt statt, ist gab also 4 Fälle, aus die also Marcel Polte selbst bearbeitet, wo er also seiner Meinung nach sich relativ sicher ist, dass das also tatsächliche ungeklärte Episoden sind, die diese Menschen dadurch leben. Und die Viewer rund um Stefan Franke und Benny Pump haben diese Fälle bearbeitet, also geviewt, ähnlich wie in einem Experiment, das wir übrigens auch zu der Erdstallforschung gemacht haben, wo auch wirklich sehr interessante Dinge rausgekommen sind, und auch da, ich sage nur die Spitze des Eisberges konnte besprochen werden. Und ja, aber so ein Experiment gibt es also wieder am 26. April, da erfahren wir dann, was denn bei diesen Viewings rauskam. Sind die von Aliens entführt worden, oder sind die einfach nur durchgeknallt, oder ist da irgendwas in der Mitte? Die ersten Ergebnisse, die sehen interessant aus, aber ich weiß noch nichts. Sie halten sich noch bedeckt. Nächsten Samstag haben wir da ein Vorgespräch. Bin schon sehr gespannt drauf. Und am Freitag drauf, am 26. hören wir dann alle, was dabei rausgekommen ist. Und mir bleibt nur mehr mich bei allen Zuhörern, bei allen Chattern. Vielen, vielen Dank. Waren interessante Sachen dabei. Danke auch beim Anrufer und überhaupt fürs Interesse und ja, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bis zum 26. April 2019, wieder 19 Uhr, wie immer. Bis dahin, schöne Ostern, macht es gut.